dass man nach dieser wirklich verrückten Trennung dann sich auch noch einreden lässt, vielleicht wird es ja irgendwann nochmal was zwischen uns, ich arbeite an mir. Man muss doch so realistisch eingestellt sein, zu sagen, warum sollte er es denn jetzt schaffen? Mit seinen ganzen Machtspielchen und so weiter, als ob der das mal eben so verändern könnte. Was ich mich jetzt halt frage, ist, warum zeigt er sein Gesicht nicht, ne? Das ist auch so eine Sache, das verstehe ich jetzt hier nicht. So, warum... Da hätte er direkt einen Podcast machen können. Warum filmt er jetzt da die schöne Aussicht so? Hätte er jetzt direkt sagen können, komm, ich mach's am PC und dann... Ja, schon komisch, naja. Ja, liebe Freunde, kommen wir jetzt auch zu einem interessanten Thema, denn es hat einen absoluten Skandal in der YouTube-Welt gegeben und ich weiß auch hier, ja, viele Leute werden jetzt höchstwahrscheinlich mit dem Thema auf meinem Kanal nichts anfangen können, ja, weil es für sie höchstwahrscheinlich zu unwichtig ist, aber es hat schon seinen Sinn, warum ich das Thema jetzt auf meinem Kanal hier hochgeladen habe. Einmal natürlich, um Klicks zu machen, das ist vollkommen klar. Nein, Spaß beiseite, weil es wieder mal typisch ist für die vermeintlichen großen Stars, denn auch hier hat sich jetzt wieder ein gewisses psychologisches Bild abgebildet, denn wer von euch da draußen kennt Simon Unge? Ja, ich frage das jetzt einmal den Live-Chat, auch die Zuschauer, die jetzt gerade das auf YouTube sehen sollten, die könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall ein YouTuber gewesen im deutschsprachigen Raum, der eine sehr, sehr große Zuschauerschaft doch gewonnen hatte in den letzten 10 Jahren. Es ist zwar in letzter Zeit etwas ruhiger um ihn geworden, auf jeden Fall hat es da jetzt einen Skandal gegeben, denn die Ex-Freundin von Simon Unge hat sich zu Wort gemeldet und hat mal erzählt, was sie so in der Beziehung mit ihm erlebt hat. Und da wollen wir nämlich jetzt auch mal reinschauen. Und jetzt kann ich es euch auch hier ganz exklusiv direkt in dem Video sagen. Wir schauen uns jetzt auch direkt die Antwort von Simon Unge an, denn das werde ich nämlich jetzt alles in ein Video packen. Das wird ein schön langes Video werden. Das kann ich euch aber jetzt schon mal sagen. So, jetzt schauen wir uns erstmal, weil ich finde es ja wichtig, dass wir uns immer beide Seiten anhören. Jetzt hören wir uns erstmal die Version der Ex-Freundin an. Und dann hören wir uns mal das Statement von Simon Unge an, weil ich bin nämlich transparent, ja, oder ich versuche hier Transparenz an den Tag zu legen, weil es ist nämlich immer schwierig, wenn man immer nur eine Seite hört, aber die andere Seite nie. Und da kann man sich ja ein vollumfängliches Bild davon bilden, wer von den beiden hat denn nun recht und wer versucht sich besser zu verkaufen, als er letztendlich am Ende des Tages ist. So, wir fangen jetzt mit der Ex-Freundin an. Ladies first, wie man so schön sagt, und bitteschön. Hallo, ich bin Rachel. Vielleicht kennt ihr mich unter anderem durch Simons Streams. Die meisten wahrscheinlich jetzt auch durch Simons Tweet, den er vor einer Woche rausgehauen hat. Da hat er ja Sachen reingeschrieben wie, ich wäre Fame geil, ich wäre Geld geil, ich hätte ihn als Sprungbrett benutzt. Noch andere Dinge, dass ich narzisstisch wäre. Und Dinge komplett runtergespielt, wie zum Beispiel das Tier mit meiner Katze. Also komplett runtergespielt. Da werde ich später gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Er hat ja vor einer Woche ungefähr den Tweet rausgehauen. Zur selben Uhrzeit hat er mir auf WhatsApp geschrieben, yo, ich weiß alles über dein geplantes Video. Ja, ich habe drüber nachgedacht, mich dazu zu äußern, einfach wegen dieser Ungerechtigkeit. Ich wusste jetzt nicht, ob Video, Tweet, keine Ahnung. Es war aber nie in Stein gemeißelt. Ja, das muss man natürlich jetzt auch den neutralen Zuschauern hier erklären. Also es hat wohl im Vorfeld ein etwas größeres Statement von Simon Unge gegeben, wo er auch schon angekündigt hat, dass zukünftig irgendein Statement-Video kommen könnte. Ne? Also er hat, glaube ich, schon Vorsorge betrieben, kann man ja sagen. Hat höchstwahrscheinlich auch mit dieser Annie the Duck-Thematik zu tun. Ja, die Leute werden sich jetzt auf meinem Kanal fragen, wer? Unwichtig. Ja, werden wir uns jetzt nicht mit befassen. Ja, also das Thema machen wir jetzt nicht auch noch auf. Ja, Fakt ist jedenfalls, er hat es höchstwahrscheinlich schon geahnt, der Simon Unge, dass bald so ein Video seitens seiner Ex-Freundin kommen wird. Hier ist es natürlich jetzt. Und dann wollen wir uns jetzt mal anhören, worum es jetzt nämlich eigentlich geht. Da oben im Titel sehen wir es ja schon, was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat. Ja, das ist ja schon mal ein Statement, ja, alleine dieser Titel. Ich habe es nie umgesetzt. Ich weiß nicht, woher er die Info hat, weil, keine Ahnung, klar habe ich mit Leuten drüber geredet, über die ganze Beziehung. Die meinten, yo, warum sagst du öffentlich nichts dazu? Also das ist ja komplett verrückt. Vielleicht könnt ihr das ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr die Ex-Freundin seid von einem großen, wirklich großen YouTuber. Man traut sich einfach nicht. Man traut sich nicht, was zu sagen, weil man einfach Angst hat vor den Konsequenzen. Jetzt zum Beispiel durch Simons Tweet habe ich super viele Nachrichten bekommen. Böse, hasserfüllte Nachrichten, Morddrohungen, rassistische Nachrichten. Also wirklich, klar, es hat was mit mir gemacht, diese Nachrichten zu bekommen. Ja,
Wie gesagt, ich habe mich gewundert über den Tweet. Mir kam nur der Gedanke, dass er irgendwie, wie gesagt, eine Info bekommen hat und mir irgendwas vorwegnehmen wollte. Die Sache mit meinem Kater, das hat ja niemand in den Raum geworfen. Ich denke, das war einfach eine Panikreaktion von ihm. Das war's. Vor allem jetzt mit der Anni-Thematik dachte er sich vielleicht, dass ich mich inspiriert fühle, mich jetzt zu äußern öffentlich, weil ich mich jetzt auch logischerweise auch irgendwie dazu gezwungen fühle, werde ich jetzt meine Erfahrungen teilen, wirklich von Anfang bis Ende, bis heute. Das wird jetzt eine kleine Berichterstattung. Kommen wir. So, bevor wir jetzt zu Kapitel 1 Kennenlernphase kommen, warum ich das, wie gesagt, hier überhaupt mache, ist, dass ich hier schon wieder ein Bild, ein Muster erkenne, weil ihr wisst ja, dass ich immer so ein bisschen meine ganz persönliche Küchenpsychologie betreibe und mir dann einige sogenannte Stars immer ganz genau anschaue und sie vom Verhaltensmuster relativ gleich sind. Ja, um das jetzt mal kurz zu erklären. Ich hatte es ja auch im aktuellen Video gesagt, ne, ihr habt ja gesehen, das aktuellste Video, was gerade auf meinem YouTube Kanal. Es ist ja über Jan Böhmermann und ich habe ja auch in diesem Video bereits gesagt, dass mir schon Parallelen zu Oliver Pocher auffallen und dass, wenn man sich die sogenannten Stars mal etwas genauer anschaut, dass die komischerweise sich sehr oft gleichen in ihren Verhaltensweisen. Ja, und auch hier, ne, ich weiß ja jetzt nicht, was genau kommt, keine Ahnung, sehen wir ja schon, dass es schon wieder in eine ähnliche Richtung geht, alleine was der Titel ja schon aussagt. Da steht ja, was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat. Das bedeutet ja nichts anderes, da muss ja schon mehr vorgefallen sein. Und komischerweise kommen diese Verhaltensweisen immer bei diesen sogenannten Stars, ja, weil Simon Unge ist deutschlandweit gesehen, was den YouTube-Bereich angeht, einer der ganz Großen gewesen. Und komischerweise haben wir da dann auch schon wieder vermeintlich diese komischen Verhaltensweisen. Weil ich weiß ja nicht, was kommt. Deswegen, ich werde es mir jetzt neutral hier anschauen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben relativ am Anfang, Anfang Juni 2021, angefangen, über Instagram zu schreiben. Erstmal ein ganz entspanntes Gespräch. Dann hatten wir relativ schnell auch Deep Talks, wo wir wirklich nächtelang durchgeschrieben haben. Ja, komm, ich sag's hier einmal, ich will jetzt hier auch gar nicht die Zeit verschwenden. Ich habe langsam echt so eine richtige Abneigung gegen diese ganzen englischen Anglizismen, ne? Deep Talks. Aber die jungen Menschen heutzutage scheinen alle so zu reden. Es ist wirklich unfassbar. Deep Talks. Ja, sie hatten tiefgehende Gespräche, liebe Damen und Herren da draußen. Ja, es tut mir leid. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, aber ich kann ja nichts dafür, was diese Menschen, wie sie sich ausdrücken. Auch, wie gesagt, alles schön. Ende Juni 2021 sind wir übrigens zusammengekommen. Da haben wir es ausgesprochen, dass wir jetzt ein Paar sind. Dann haben wir mal ausgemacht, dass ich ihn besuchen komme. Da hatte ich aber tatsächlich oft den Eindruck, dass ich am besten, wenn es nach ihm ginge, sofort hinziehen soll. Moment. Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Also sie haben sich im Internet logischerweise kennengelernt, haben geschrieben, telefoniert, nehme ich an. Sie haben sich im Leben noch nie zuvor, also außerhalb des Internets gesehen und haben dann beschlossen, eine Beziehung zu führen, obwohl sie sich im realen Leben noch nicht einmal gesehen haben. Also da muss ich wirklich sagen, das hat schon Rainer Winkler-Vibes, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja? Was ist das denn? Ich verstehe das alles gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, so große Stars wie Simon Unge, der war ja jetzt wirklich nicht irgendwie jemand, der jetzt total unbekannt war. Das war ja schon jemand, der richtig bekannt ist. Also ich verstehe das gar nicht. Also ist das Rockstar-Leben heutzutage nicht mehr so? Freunde, ist das Rockstar-Leben nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich noch sehr, sehr jung war, so als Jugendlicher, wo ich mir immer dachte, boah, das Rockstar-Leben ist krass, du bist auf Tour und da sind laufend Frauen, die was von einem wollen. Heutzutage ist das wirklich so, selbst so Leute, die YouTube-mäßig richtig bekannt sind, müssen sich ihre Partnerinnen übers Internet suchen. Ist wirklich so, das ist ja Wahnsinn. Tja, Zeiten verändern sich, Freunde, oder? Soll den Part besuchen, überspringen und direkt hinziehen, wo ich dann immer meinte, warte mal, ich will dich erstmal besuchen, ich will sehen, wie du in echt bist und dann lass noch mal gucken. Ich hatte... Boah, das ist wirklich... Es tut mir leid, dass ich hier schon wieder anhalten muss. Das ist wirklich sehr, sehr naiv. Und das zeigt auch, also jetzt nicht unbedingt, was sie angeht, aber das ist wirklich richtig grün hinter den Ohren alles, ne? Simon Unge schrieb dieser Frau, du kannst direkt zu mir ziehen nach Madeira, obwohl die sich im realen Leben noch nicht einmal gesehen haben. Das lässt tief blicken, wenn ich ganz ehrlich bin. Das lässt sehr tief blicken. Da auch gerade erst meine Ausbildung beendet, war fest angestellt, habe gearbeitet. Es wäre ja auch dazu gekommen, dass ich meinen Job hätte kündigen müssen. Hätte ich auch gemacht, wenn ich mir zu 100% sicher gewesen wäre. Aber war ich mir zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. In seinem Statement hat er ja geschrieben, dass er das Gefühl hatte, dass ich ihn als Sprungbrett benutzt habe. Ne, für Geld. Die Sache ist aber, dass er halt derjenige war, der mir ständig Fotos von seinem Auto geschickt hat, von Geldbeträgen. Ja, sehr sympathisch, oder?
der Simon. Schön von Geldbeträgen hier. Ja, ihr könntet das mal sehen. Schöner Kontoauszug. Das ist sympathisch. So lernt man heutzutage Frauen kennen. Ja, Kontoauszug, direkt so ein Bild davon machen. Das ist, so lernt man sich heutzutage kennen. Ich habe da aber allerdings ein Problem, liebe Freunde. Das muss man mir nachsehen. Also ich könnte das heutzutage so nicht machen. Wisst ihr auch warum? Weil es ist noch keine Technologie entwickelt worden, dass es so breite Fotos gibt, dass mein Kontoauszug überhaupt auf ein Foto passt, ja? Das ist das Problem. Ja. Deswegen, liebe Freunde da draußen oder liebe Frauen, ich kann das nicht, weil die ganzen Nullen passen nicht auf das Foto drauf. Das ist das Problem, was ich habe. Ja, das ist. Ja, man hat halt mit Problemen zu kämpfen. Das ist halt schade, ne? Ein Briefumschlag mit einem Batzen Geld drin. Also, ach ja, das ist ein Briefumschlag mit einem Batzen Geld. Alles gut. Und da dachte ich mir auch schon, okay, versucht er mich damit irgendwie zu beeindrucken. So viel dazu, ich wäre irgendwie geldgeil. Ich hatte halt eher den Eindruck, dass er mich irgendwie mit diesen Dingen zu ihm locken wollte. Aber mir ging es ja in erster Linie um ihn als Person. Wie gesagt, ich wollte ihn erstmal nur besuchen. Weiter sagt er zum Beispiel auch in seinem Statement, dass ich ihn für Fame ausgenutzt hätte. Ich habe ihm immer gesagt, wenn du das öffentlich machen möchtest, kannst du das machen. Wenn er mich nicht zeigen will, gut. Wenn er mich zeigen will, auch okay. Es kam von ihm halt immer so Andeutungen, dass es voll süß wäre, wenn wir das öffentlich machen würden. So viel dazu. Das wollte ich noch dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann besucht und es war auch super schön. Ich habe mich auch sofort in die Insel verliebt. Also ich dachte es zumindest zum Zeitpunkt, dass das für mich ausreicht, um einschätzen zu können, ob ich wirklich zu ihm ziehe oder nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, ich bin mir sicher mit dir und ich werde dann zu dir hinziehen. Das, was wir aber auch noch ausgemacht hatten, dass ich gern mein eigenes Einkommen hätte, unabhängig von ihm. Kennenlernphase durch. Dann bin ich hingezogen. Okay, also wir fassen zusammen. Sie haben sich im Internet kennengelernt. Dann ist sie zu ihm rüber nach Madeira. Sie haben sich dort dann auch im realen Leben kennengelernt. Und sie hat dann gesagt, okay, alles klar, ich bleibe auf Madeira. Kann man so machen, ist aber natürlich gefährlich. Ne? Weil, sagen wir mal so, am Anfang ist immer alles schön und gut. Ne? Gerade in den ersten Wochen, sag ich mal, da ist ja alles wunderbar. Da hast du ja noch richtige Flugzeuge im Bauch. Ah, das ist, ja, man merkt, das sind junge Leute. Ne? Da will ich jetzt auch gar nichts drüber sagen. Ich meine, wie hätten wir gehandelt, wenn wir so unfassbar jung sind? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie alt diese Frau hier ist. Aber der Simon Unge, der müsste jetzt auch schon so um die 30 sein. Da ist es jetzt nicht so, dass ich da von jung rede. Aber ich sag mal, wenn du in diesen jungen Jahren so viel Geld machst wie der Simon Unge, da bist du höchstwahrscheinlich auch kaum reif im Kopf. Und ja, man sieht halt, ich denke mal, wir hätten alle diese Fehler gemacht. Sind wir mal ehrlich, wir müssen ja auch alle nicht so tun, als ob wir mit der Weisheit geboren worden sind. Ich glaube, wir hätten das Gleiche getan. Mit allen meinen Sachen, habe viele Sachen auch weggegeben, verschenkt. Die ersten Wochen waren auch sehr schön, als ich dann hingezogen bin. Aber nach einer gewissen Zeit, ungefähr nach 1-2 Monaten, ist mir aufgefallen, dass er sich irgendwie von mir distanziert. Vor allem, als wir dann auf diesen Bauernhof gezogen sind. Und er ist wirklich sehr oft regelmäßig abgehauen in sein Office und hat nächtelang durchgezockt und mich da einfach alleine gelassen. 1-2 Monate ist das schon so gekommen, ja. Nach 1-2 Monaten ist das schon so gekippt. Das ist bitter. Als ich zu Besuch war, ich meine, ist ja normal, man zeigt sich von seiner besten Seite, wenn man jemanden kennenlernt. War er so unternehmungslustig, offen, herzlich, verständnisvoll, hat Interesse an mir gezeigt und das war weg. Auf einmal, da hatte ich wirklich den Gedanken, erst hat er sich Mühe gegeben und jetzt, wo er mich besitzt, kann er sich einfach so aus dem Staub machen, keine Ahnung, machen, was er will, mich links liegen lassen. Als wäre so dieser Jagddrang vorbei. So, ja, jetzt bin ich da, jetzt ist es nicht mehr so interessant. Den Gedanken hatte ich irgendwie. Natürlich habe ich ihn auch irgendwann mal drauf angesprochen. Hey, was ist los? Warum diese Distanz da ist, die ich gespürt habe und die halt auch da war. Ja, und immer wenn ich es angesprochen habe, wurde es abgetan, zum Teil umgedreht. Ich würde ihm keinen Freiraum geben. Es ging mir halt wirklich immer darum, dass er wirklich einfach abgehauen ist zum Zocken mit einem Kumpel, bis zum nächsten Tag auch einfach nicht wiedergekommen ist. Wenn er nur ganz kurz für Essen holen oder so, keine Ahnung. Ich war einfach verwirrt, warum ich so links liegen gelassen werde. Und wenn ich es angesprochen habe, hieß es, ja, kannst ja auch immer mitkommen. Aber wenn ich dann so zugekommen bin, hat keiner mit mir geredet. Die zocken und ich saß halt wie ein Möbelstück daneben. Und wenn er dann mit mir Zeit verbracht hat, die wenigen Male da, dann habe ich mich wirklich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, wie ein Kind aufs Karussell. Ja, Freunde. Ne? Ja, so ist es halt, ne? Also im Endeffekt sieht man, ne, wie es sich direkt entwickelt hat. Sie ist dann dahin gezogen, sind zusammen auf den Bauernhof gezogen, der ist die ganze Zeit weg und sie sitzt die ganze Zeit nur da rum. Das sind halt die Schattenseiten und das hätte man sich auch vorher überlegen können, bevor man dann in Deutschland ja seine Zelte abbaut und dann irgendwo auf einer Insel in Portugal rumhängt. Ja, und wenn man vor allen Dingen, das Schlimme ist ja auch, wenn du keine Freunde vor Ort hast, das ist ja noch schlimmer. Also du bist ganz alleine dort.
hast keine Freunde oder sonst irgendwas, weil sie hätte ja dann selber irgendwas unternehmen können. Das ist natürlich schon tragisch, ja. Also das war Highlight. Oh mein Gott, er macht was mit mir. Wie gesagt, wenn jemand mal kurz alleine sein muss, verstehe ich komplett. Aber es war wirklich eine Regelmäßigkeit. Für mich nicht normal. Wenn ich es angesprochen habe, ist es ein Streit ausgebrochen. Und im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschuldigt, weil ich dachte, ich nerve ihn. Er sagt ja auch zum Beispiel in seinem Statement, dass ich gesagt hätte, er wäre nicht gut genug für mich. Das habe ich legit noch nie gesagt, dass er nicht gut genug wäre für mich. Nicht einmal, auch nicht in anderen Worten. Das kam sogar von ihm aus. Also wenn wir uns gestritten haben und es wirklich ausgeartet ist, indem er mich angeschrien hat, das war auch noch so ein Punkt, der hat mich sehr viel angeschrien, hat er sich dann, also entweder ist er in sein Office verschwunden, wollte mich dann nicht mehr sehen, oder er hat sich ins Bett gelegt, hat geweint, dass er nicht gut genug wäre für mich, dass ich mir jemand anderen suchen soll. Ich hatte da natürlich Mitleid mit ihm. Ganz ehrlich, ey, meine Güte. Ja, das, also wie gesagt, man muss immer sagen, wenn das auch alles stimmt. Ne? Wir dürfen hier nicht schon vorverurteilend sein, weil das Statement von dem Simon folgt ja gleich erst noch. Aber es ist schon wirklich so, also das ist schon wieder so leicht ins Narzisstische geht das Ganze schon wieder, hier psychologisch gesehen. Vor allen Dingen, dass er sich ins Bett legt und weint, ne? Also nichts jetzt dagegen, dass Männer weinen, um Gottes Willen, jeder Mann weint mal. Klar, ist klar, aber das zeigt ja schon so, der streitet sich mit seiner Frau, legt sich dann ins Bett und weint so, ne? Also gut, ich möchte mir jetzt da keine Meinung drüber bilden, aber das zeigt auf jeden Fall, dass er schon innerliche starke Probleme haben muss. Also das ist ja kein normales Verhalten. Klar, dass man sich mal mit der Frau streitet, ja klar. Hör mal, das kommt in den besten Beziehungen vor. Natürlich hat man aber Meinungsverschiedenheiten, dass man nicht einer Meinung ist. Ja, aber das was sie da ja erzählt, das zeigt ja schon, dass da ganz klar andere Dinge noch im Hintergrund sind, laufen. Fragt, warum soll ich mir jemand anderen suchen? Ich bin doch nicht ausgewandert, keine Ahnung, weil ich mir nicht sicher war. Ich will doch dich. Dann haben wir uns auch eigentlich immer danach wieder vertragen. Diese Sache mit, ich wäre nicht gut genug für dich, geh nach Deutschland zurück. Das hat er wirklich so oft gemacht. Wenn ich zum Beispiel etwas angesprochen habe, vorsichtig auch irgendwann, weil ich wusste, okay, wenn ich das falsch anspreche, ist er sauer geworden, ausgerastet, hat mich angeschrien und mir super oft, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war, es hat auf jeden Fall funktioniert, dass er meinte, während des Streits noch, ja so, ich will jetzt, dass du dein Handy nimmst und jetzt einen Flug nach Deutschland zurückbuchst. Das hat er wirklich super oft durchgezogen in der Beziehung, auch bei kleineren Streitigkeiten, aber vor allem auch bei größeren Streitigkeiten. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte, mich irgendwie kaputt machen, hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, das sind ja die berühmt-berüchtigten Machtspiele, ne? Weil sie ist ja nach Madeira gezogen, das heißt in seinen, ja, sein Haus, wie auch immer, weil es ja logischerweise ihm alles gehört. Und das sind dann natürlich auch die Machtspielchen, die man dann natürlich mit einem Menschen treiben kann, der dort ja mit nichts hingegangen ist. Und dann kann man ja auch jedes Mal ihn bedrohen und sagen, ja, du kannst wieder nach Hause gehen, kannst du. Ne? Tja, typisch. Ich wusste nicht, wie ich mit den Situationen umgehen sollte, dass er mich so viel alleine lässt. Dann war er wieder süß zu mir, dann hat er mich wieder alleine gelassen. Dieser Switch immer vom einen zum anderen, auch so drastisch. Ich will gar nicht widersprechen, dass wir nie Zweisamkeit hatten, dass wir nie was gemacht haben, aber es war wirklich, wirklich wenig. Es gab natürlich auch Momente, wo wir natürlich was zusammen gemacht haben. Und da kommt jetzt nochmal ein Punkt, wo ich anfangs dachte, ja, es ist einfach sein Humor, aber je öfter es passiert ist, umso unwohler habe ich mich einfach gefühlt. Wenn wir uns dann mit Leuten getroffen haben, nach ein paar Wortwechsel hat er mich dann irgendwann, also fast schon vorgestellt mit, ja, ratet mal, wo sie herkommt. Ja, ratet mal, wo sie herkommt. Und dann macht er erstmal Witze auf meine Kosten. Guck mal hier, geshoppt, aus Thailand, 20 Euro, aus dem Katalog. Haha, hihi. Daran erinnere ich mich so gut noch daran, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ich wollte ihn auch nicht vor den Kopf stoßen, deshalb habe ich auch nichts gesagt. Das dreiste Witz, ey. Geshoppt aus Thailand, 20 Euro, ey. Gut, das kann man vielleicht einmal aus Spaß machen. Ja, aber wenn man den Witz ständig wiederholt, dann ist es auch irgendwann nicht mehr lustig, wenn ich ganz ehrlich da sein. Ja. Ja, kann ich machen. Also hier, weil klar, eben kam ja die Frage auf, ob sie tatsächlich nur Erfolg auf seine Kosten wollte. Ich kann es euch zeigen, wie ihr Kanal ist. So, pass auf. Ich gehe drauf auf den Kanal hier, machen wir klein. Sie heißt Relay, hat 3440 Abonnenten. Oh, könnt ihr gar nicht sehen, hier oben. 3440 Abonnenten, das Video jetzt, ist ja klar, ist jetzt ein bisschen viraler Natur gegangen. Aber ansonsten ist das hier kein großer Kanal, ne? Also ich bin bekannter als die Frau. Und die hat auch nur ein Video hier drauf, also wirklich nur eins. Also damit hat sie nichts gemacht. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass das Video noch nicht mal monetarisiert ist. Und dass sie da mit dem Video jetzt gerade 0 Euro verdient. Ich hätte theoretisch auch was sagen können, aber ich wollte ihn auch nicht in eine unangenehme Situation bringen. Und das hat er wirklich sehr oft gemacht, bis ich ihn natürlich auch drauf angesprochen habe. Und da hieß es nur, ja, du weißt auch, dass es nur Spaß ist.
ich habe einen halbschwarzen Bruder. Ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass er irgendwie versucht hat, mich zu kontrollieren. Er mochte es nicht, wenn ich, außer mit seiner Schwester, anderweitig unterwegs war, zum Beispiel mich da mit irgendwelchen Leuten getroffen hätte, einfach zum Chillen, ganz normal, schon eher so durch die Blume, aber ich wusste, okay, wenn ich das mache, wird er sauer, was er mir wieder so ein bisschen durch die Blume gesagt hat. Ich durfte meine Familie in Deutschland nicht besuchen, er sagte, ohne mich würde er ja auch nirgends hinfliegen, aber mitkommen wollte er ja auch nicht. Dann hieß es ja, wegen seiner Sozialphobie. Er kann nicht in ein deutschsprachiges Land wegen seiner Sozialphobie. Natürlich habe ich ihm das auch geglaubt mit der Sozialphobie. Wenn das jemand behauptet, stelle ich das auch erstmal gar nicht in Frage. Ich habe mich zum Teil wirklich so respektlos behandelt gefühlt. Und für ihn war auch so ein Ding, ein ganz starkes Problem, dass er nicht mehr mit Hunden im Bett schlafen kann, weil ich auch einfach allergisch bin. Also von mir aus kann er gerne im Office auf der Couch mit den Hunden schlafen, aber halt nicht in dem Bett, wo ich auch mit drinne liege. Dann, ja, dachte er sich einfach mal, ja, hole ich einmal den größten Hund, den wir haben, ins Bett. Ich hatte wirklich über Nacht Asthmaanfälle, ich hatte Husten, ich konnte kein Auge zumachen. Und er liegt da seelenruhig und schläft wie ein Stein. Wie kann man so wenig Empfinden haben? Seht ihr, wie kann man so wenig Empfinden haben? Seht ihr? Und wieder scheint sich vieles so vom Charakter her zu bilden, wo ich immer sage, dass komischerweise diese sogenannten angesagten Stars, weil ich will jetzt auch nicht immer sagen, dass Simon Unge ein Star ist, aber wir reden jetzt vom YouTube-Universum. Deutschlandweit war der schon sehr bekannt, das muss man immer wieder dazu sagen. Auch wenn ihr ihn jetzt vielleicht nicht kennt, ja, aber er war schon eine bekannte Nummer und auch, dass sich da schon wieder diverse charakteristische Züge gebildet haben, die wir immer mal wieder sehen. Und das ist ja auch der Grund, um mich nochmal zu wiederholen, das ist der Grund, warum ich das jetzt hier mache. Weil wir hier wieder ganz klar sehen, dass immer diese, ich will jetzt noch nicht schon wieder mit Narzissmus um die Ecke kommen, aber man merkt schon, dass er ein Problem damit hatte, Empathie zu zeigen. Wenn doch deine Freundin sagt, dass sie allergisch gegen Hundehaare ist, warum nimmst du den Hund dann mit ins Bett, wo deine Freundin schläft? Ja, das sind schon so Sachen, wo man sich so denkt, naja, schon komisch, ne? Aber gut. Kann man so krass auf alles scheißen, dass man so ruhig schlafen kann? Also ich habe mich in dieser Beziehung, eigentlich bis zum Schluss, nicht wirklich von ihm respektiert gefühlt. Er erzählt mir nichts, er sagt mir nichts von seinen Plänen, er braucht von Menschen, die nicht so viel verdient haben wie er, keine Tipps, keine Ratschläge. Mein Ziel war es auch nicht, ihn irgendwie zu belehren, sondern einfach mit ihm einen Wortwechsel zu haben, mit meinem Freund. Ich wollte nicht die Beziehung einfach aufgeben, wie gesagt, ich bin zu ihm ausgewandert, ich habe alles aufgegeben, ich habe meinen Job gekündigt, so wie er es wollte. Ich bin so schnell hingezogen, wie es ging, so wie er es wollte. Ich habe alles aufgegeben und ich habe diesen Menschen auch wirklich geliebt. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wo mir meine Schwester meinen Kater gebracht hat. Ich werde jetzt nicht immer meinen Kater sagen, deshalb, er heißt Tiger. Ich habe ihn direkt damit gebrieft. Yo, er ist super scheu, er ist ängstlich, er ist schüchtern, er braucht Zeit. Man muss sein Vertrauen sich einfach erarbeiten. Und das habe ich ihm wirklich erklärt und er sagte, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Weil ich das ein bisschen bei ihm beobachtet habe mit den anderen Tieren, dass er einfach die Tiere einfach so hochnimmt, habe ich ihm gesagt, du kannst das mit meinem Kater auf keinen Fall machen. Nimm ihn nicht hoch. Dann gab es aber einen Tag, wo ich mit der Schwester in der Stadt war. Und dann kriege ich auf einmal eine WhatsApp von Simon. Ja. Dein Kater hat mich gebissen. Ich wollte ein Display von der Wand hängen und Tiger saß mir im Weg. Hat er sich gedacht, ja, packe ich mal die Katze zur Seite. Und dann hat er ihn halt hochgenommen und einen Biss kassiert. Zuerst hieß es auch, er wollte Pippi, den Hund von Tuddle vor Tiger irgendwie safen, wo ich mich frage, warum nimmst du diesen Hund überhaupt mit in den Container? Mein Kater hatte noch nie eine Konfrontation zu diesem Zeitpunkt mit einem Hund. Was wäre, wenn irgendwas passiert wäre mit diesem Hund? Und dann hat er jetzt einen Biss. Natürlich tat mir das auch leid, aber ich habe mich auch irgendwo auch geärgert. Das war der Moment, wo mir aufgefallen ist, dass Simon nicht mehr so feinfühlig mit Tiger umgegangen ist. Ja, auch hier muss man jetzt fairerweise wieder dazu sagen, er wurde gewarnt, ne, dass er erstmal das Vertrauen erarbeiten muss und ja, dass er ihn nicht einfach hochnehmen soll. Jetzt muss man natürlich auch andererseits sagen, wie sollte er dann sonst da hinkommen, weil wollte irgendwas von der Wand nehmen, der schlief irgendwo drauf, wo der dran musste, aber dann muss man die Katze irgendwie wegscheuchen und dann sagen, geh mal bitte da weg. Aber wir wissen ja, wie eigensinnig Katzen sind, ne, wir haben ja hier selber zwei Katzen, obwohl die mega lieb sind, muss man fairerweise dazu sagen, also das sind extrem liebe Tiere. Das ist eigentlich unfassbar, wie lieb die sind. Und wenn du dann so einen Kater hast, der scheinbar sehr eigenwillig ist, sehr scheu ist und ängstlich, warum auch immer er so ist, dann muss man da natürlich sehr mit Fingerspitzengefühl dran gehen, weil Katzen sind natürlich sehr eigenwillige Tiere. Ne? Er wirklich ihn angefangen hat zu hassen, wenn Simon in den Container reingekommen ist. Natürlich, mein Kater hatte Angst, hat sich versteckt erstmal und hat gefaucht. Man hat wirklich gemerkt, er faucht nicht auch aus Aggression, sondern aus Angst. Simons Reaktion war halt, er hat Tiger angeschrien. So laut, dass es mir schon in den Ohren wehtat. Ihn mit seinen Schuhen beworfen, mit Möbeln beworfen, die Containertür aufgerissen, ihn rausgeschrien. Tiger, muss ich auch noch dazu wählen, ist keine Draußenkatze. Ich wollte natürlich, dass ich ihn irgendwann
an die Draußenwelt gewöhne, aber nicht so. Es kamen dann Äußerungen von Simon wie, ich lasse mich in meinem Container nicht anfauchen, der Kater hat so zu funktionieren, wie ich es möchte. Man hat einfach gemerkt, dass er sich persönlich von Tiger angegriffen gefühlt hat. Auch hier, ne, ganz klares Machtgeschwafel, ne, er hat das zu tun, was ich will. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, man ist am Ende noch das Herrchen, muss man immer wieder dazu sagen, aber man merkt hier natürlich schon, dass er massive Probleme damit hatte, dass es nicht so läuft, wie er will. Und das ist übrigens auch wieder eine Verhaltensweise, wie wir sie schon bei anderen Menschen immer wieder beobachten können in Bezug auf den Bekanntheitsgrad. Ne? Komisch, dass das immer wieder dieselben Verhaltensmuster sind. Das ist schon sehr interessant. Aber ich sag nochmal, das Statement von ihm folgt ja hier drauf jetzt sofort. Und dann hören wir ja seine Version und dann können wir ja letztendlich dann entscheiden, wem wir mehr glauben, ihr oder dem Simon. Wiefels heißt er übrigens. Der heißt gar nicht Unge, sondern so ist nur der Künstlername. Simon Wiefels. Wiefels oder sowas. Wie schnell Simon ausgetickt ist, sobald Tiger ihn gesehen hat, ein Fauchen kam und sich versteckt hat. Versteckt vor Simon. Er hat auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Und das nächste, was ihn aggressiv gemacht hat, ist, dass sich mein Kater, dass sich Tiger immer vor ihm versteckt hat, wenn Simon so eine Attacke hatte. Dann hat er angefangen, seine Versteckmöglichkeiten aus dem Container zu stellen und das Bett unten zu verbarrikadieren, weil er nicht möchte, dass er sich vor ihm verstecken kann. Es ist ein Tier. Es ist mein Haustier. Ich liebe dieses Tier. Ich sehe ihn als meinen Sohn. Er hat mir auch Sachen an den Kopf geworfen wie, ja, ich zahle dem hier alles. Er soll mir dankbar sein und zum Dank faucht er mich an. Er versteckt. Ich zahle ihm hier alles, er soll dankbar sein. Ja, das ist schön, wenn man so von einem Tier redet, ja, als ob das Tier das irgendwie kennen würde, so als ob das Tier das versteht, so. Ja, achso, also Simon, der zahlt ja alles, ja gut, dann bin ich freundlich, so. Mein Gott, der hätte nur ein bisschen Zeit gebraucht, der hätte Fingerspitzengefühl an den Tag legen müssen und dann wäre das irgendwann von selber schon gekommen, so, meine Güte. Ich meine, ja, ich kann es natürlich nachvollziehen, muss man fairerweise dazu sagen, wenn er alles gegeben hätte, dass der Kater ihn wirklich mag. Ja, und er sich wirklich versucht hat, mit Fingerspitzengefühl auf ihn zuzugehen, aber aus irgendwelchen Gründen der Kater Angst hat und immer wieder gefaucht hätte oder nach ihm geschlagen hätte, dass man dann irgendwann sagt, ja komm, was soll das hier eigentlich alles? Ich tue doch gar nichts, dass man dann vielleicht mal ein bisschen lauter wird und sagt, was soll das denn jetzt hier alles? Aber er scheint es ja noch nicht mal versucht zu haben, zumindest was sie erzählt, die Version ihrer Geschichte. Wir waren nicht dabei, wir können es nicht wissen, wir hören uns das hier an, wertungsfrei natürlich, aber genauso werden wir uns gleich aber auch Simons Version wertungsfrei anhören. Er versteht doch nicht, dass es dein Container ist, er versteht doch nicht, dass du sein Katzenfutter bezahlst, er versteht es doch nicht. Er sagte mir auch, wo er ihn einmal rausgescheucht hat, da war es auch ganz schlimm, er darf so lange nicht wieder rein, bis sich Tiger von Simon reinholen lässt. Dann habe ich gesagt, das wird nie passieren, der hat so große Angst vor dir, der kommt dir nicht näher als 5 Meter. Er sagt, er steht an der Tür, holt Tiger rein und wenn er reingeht, wie so ein beleidigtes Kind, was so seinen Fehler einsehen soll, dann akzeptiert der Tiger erstmal, wenn er nicht dann wieder faucht. Und dann habe ich gesagt, das wird nie passieren. Ich wusste nicht, ob es irgendwie was mit mir zu tun hatte, weil klar, wir haben uns auch viel gestritten. Irgendwann habe ich versucht, die Dinge nicht mehr so nah an mich ranzulassen. Vielleicht ist er deswegen auf die Sache gegangen, die mir als nächstes am meisten bedeutet, einfach um mich zu verletzen. Der Gedanke kam mir auch, dass er mich einfach damit verletzen wollte. Und da er auch in seinem Statement meinte, es ist nie etwas passiert in Sache körperlicher Gewalt. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht wohin. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Ja, das ist natürlich sehr schrecklich jetzt. Ne? Wenn es um Tiere geht, ist das immer eine ganz andere Sache. Und das macht mich auch irgendwo ein bisschen aggressiv, wenn man so denkt, der hat, also wie gesagt, wenn es stimmt, er hat die Katze so angeschrien, dass die Katze sich, ich nenne es jetzt mal, eingenässt hat, ist das natürlich auch schon so, da muss der ja auch schon mehr gemacht haben, als einfach nur mal eben laut zu werden. Da muss der ja richtig aggressiv auf die Katze zugegangen sein und sie von oben bis unten angeschrien haben, dass der Kater dann überhaupt sowas macht dann, ne? Ja, sehr, sehr bedenklich das Ganze. Sorry, ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich dachte, gleich schlägt er ihn. Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen beschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, ja, steh sofort auf, mach das weg. Ich dachte, was ist das? Ich saß auf dem Boden, hab wirklich Heulkrämpfe gehabt. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte immer, er wäre so tierlieb
und geduldig. Sorry, wenn ich nicht die ganze Zeit in die Kamera gucke, das ist ungewohnt für mich. Es gab dieses Schubsen, es gab aber tatsächlich auch andere Sachen, die um einiges schlimmer waren, womit ich mich jetzt aber unwohl fühle, die jetzt beim Namen zu nennen, weil ich auch erst nach der Beziehung und auch sehr spät erst mit Leuten darüber gesprochen habe. Nur so zur Info, es gab Handgreiflichkeiten von ihm aus. Ich wusste, wenn Tiger hier bleibt, wird er nicht lange leben. Mir ist auch da schon aufgefallen, dass er nicht mehr so regelmäßig gegessen hat. Da dachte ich mir, er wird nicht lange leben, allein durch diesen Stress. Immer wenn jemand am Container vorbeigelaufen ist, hat er immer Panik geschoben, sich schon versteckt, angefangen zu zittern, präventiv gefaucht. Und ich habe Simon so oft gesagt, lass dich doch bitte nicht von seinen Fauchen provozieren. Er faucht nicht, weil er aggro ist, sondern weil er einfach Angst vor dir hat. Und immer, wenn ich das irgendwie deeskalieren wollte, die Situation, hieß es, dass ich ihn nicht so in den Rücken fallen soll. Ich wäre ja voll auf Tigers Seite. Der Kater lernt nie, wenn ich ihn so in Schutz nehme. Tiger ist ja nicht irgendein Typ, mit dem Simon Beef hat. Ich hab's nicht verstanden, wie man seine Probleme so auf ein hilfloses, kleines Lebewesen auslassen kann. Nach diesen Handgreiflichkeiten. Ja, aber da seht ihr auch mal wieder, sofern das wie gesagt alles stimmt, wie die sich immer alle so im Internet verkaufen, ne? Immer so auf die übelst korrektesten Menschen, ne? Gerade auch der Simon Unge, ja, der ja auch immer so die moralische Instanz war. Das ist ja das Witzige immer, ihr müsst euch mal Content von dem von früher angucken, wie der immer so voll auf Saubermann gemacht hat, dass der ja alles immer besser wüsste. Das ist wirklich unglaublich, ey. Es würde von dem Verhalten her passen, ne? Von der Psychologie her gesehen. Aber wir müssen halt jetzt noch fair bleiben. Wir haben sein Statement noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was er gleich zu sagen hat. Das kommt, wie gesagt, nach dem Statement hier. Gab es auch Situationen, wo er ins Bett gegangen ist, wo er geweint hat, wo er gesagt hat, es tut mir so leid. Ja, such dir lieber jemand Besseren. Dann habe ich ihn auch den Punkt Therapie versucht, vorsichtig anzusprechen. Weil ich wusste, so wie er reagiert, mit diesem ganzen Drumherum, auch schon wie die Beziehung lief, das ist nicht normal. Der braucht Hilfe. Surprise, er ist nicht in Therapie, weil es hieß, Therapeuten sind alles Betrüger. Den werfe ich doch nicht mehr Geld in den Rachen. Er therapiert sich lieber selbst. Er wollte nicht. Er wollte bis zum Schluss der Beziehung keine professionelle Hilfe. Wenn er nicht möchte, wer bin ich denn, dass ich ihm eine Therapie aufzwinge? Ich habe es halt dann akzeptiert. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch meiner Schwester anvertraut, weil ich einfach so am Verzweifeln war, weil er auch nicht wollte, dass ich mit anderen Menschen, mit meinen Ängsten, nicht mit irgendwelchen anderen Menschen, mit meinen engsten Freunden über meine Probleme spreche. Und die Probleme, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war die Beziehung. Ich habe die Probleme bei mir gesucht. Ich wusste nicht, mache ich was falsch? Warum ist er auf einmal so anders, seitdem ich hier lebe? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, meinen Kater meiner Schwester zu geben, weil ich für Simon so starke Gefühle hatte. Ja, die Situation mit Tiger wurde nicht besser, bis er auch irgendwann einfach gedroppt hat. Ja, ich warte eigentlich nur, bis Tiger stirbt, damit ich endlich meine Ruhe habe. Bis mein Kater irgendwann aufgehört hat zu essen. Der hat immer mehr geschlafen, der wurde träge. Ja, und irgendwann ist mein Kater dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Er hatte Schüttelfrost, Fieber, Durchfall, musste erbrechen, wie eine Panikattacke. Dann bin ich auf jeden Fall so schnell es ging mit ihm zu einer Klinik gefahren. Ja, aber auch hier, ne, das ist ja mal wieder der absolute Beweis dafür, dass Fernbeziehungen in der Regel nie funktionieren. In der Regel, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber nichts anderes war es ja. Oder wäre es ja geworden, weil sie ist ja direkt zu ihm gezogen. Ne? Sie haben sich im Internet kennengelernt, sie ist nach Madeira und dann, ja, bleib doch hier. Okay, ich ziehe zu dir. So, ne? Und dann ging es ja relativ schnell bergab. So nach 1 bis 2 Monaten, was sie halt gerade erzählt hat. Ne? Und das ist mal wieder der absolute Beweis dafür, weil abgesehen davon, dass er halt prominent ist, dass solche Beziehungen in der Regel zum Scheitern verurteilt sind. Ne? Ich habe ihn dort abgegeben, die haben mehrere Untersuchungen gemacht. Insgesamt war er da 4 Tage. Ich habe meiner Schwester geschrieben und ich dachte, er stirbt jetzt. Das war es jetzt. Wegen so einer, für mich, Kinderscheiße. Wegen so einem unreifen Verhalten. Ich frosse gerade gar nichts. Das kam von alleine. Und als ich am nächsten Tag wiedergekommen bin, hieß es einfach, der hat gar nichts. Dem geht's gut. Das kommt alles von Stress, was er hatte. Klar, dann habe ich mich auch irgendwie geschämt, weil ich da auch zum Teil auch Angst hatte. Hoffentlich fragt sie mich nicht, was bei mir zu Hause los ist. Das war dieser pure Terror, den Simon da verursacht hat. Dann hieß es irgendwann, ich mache mir ein Office in der Stadt fertig, dann arbeite ich von da. Ich habe hier nicht meine Ruhe, sagt er. Auf jeden Fall ist er dann in diese Stadtwohnung runter, hat er dann sein Setup vorbereitet für seinen Reik-Kanal. Er hat Reik schon während der Beziehung angefangen, weil er gesagt hat, ihn fuckt die deutsche Community ab, er will damit nichts mehr zu tun haben, er möchte in die amerikanische VTuber-Szene. Das war das, was er mir gesagt hat und er möchte sein Gesicht nicht mehr zeigen. Alles cool. So, dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich oben war, ja, irgendwie kommt er gar nicht wieder, obwohl er mir gesagt hat, er wird da von dort aus nur arbeiten, schlafen tut er natürlich oben auf dem Bauernhof, bei mir. Wenn er jetzt bis in die Nacht arbeitet, erwarte ich nicht, dass er zu mir hochfährt, aber er ist halt wirklich gar nicht mehr hochgekommen. Wäre nett, wenn er mir das mal so gesagt hätte, dass er in die Stadt zieht. Also ich glaube auch,
dass er in die Stadt gezogen ist, weil er einfach diese Konfrontation mit Tiger nicht mehr wollte. Er sagte mir auch oft, er möchte keine Kompromisse eingehen in dieser Beziehung. Für mich wäre es auch wirklich fast schon okay gewesen, dass ich meine Familie nicht mehr sehe. Ich war mehr oder weniger dazu gezwungen, halt zu pendeln zwischen meinem Kater und Simon. Ich wusste, wenn ich zu lange bei Tiger bin, wird es Simon verletzen. Deshalb habe ich schon darauf geachtet, dass ich immer länger bei Simon bin als bei Tiger. Aber man muss hier auch fairerweise sagen, ich meine, klar, jung, naiv, keine Frage. Aber wenn sich doch die Beziehung so wirklich richtig elendig entwickelt hat, da muss man doch irgendwann so realitätsbestimmt sein, ja, so nah an der Realität sein, dass man sagt, okay, ich glaube, das wird hier alles nichts mehr. Weil sie hat doch gesehen, dass er sich niemals ändern wird. Ich frage mich, wie man dann sich freiwillig diesen ganzen Stress noch antun kann. Weil man muss ja ehrlich zu sich selber sein. Sie kann mir doch nicht erzählen, dass sie glücklich war. Die war doch schon bestimmt zu dem Zeitpunkt, also wo sie jetzt ist in der Geschichte, bestimmt schon monatelang nicht mehr glücklich. Das heißt, du musst doch für dich selber so die Reißleine ziehen und sagen, ach, weißt du was, komm, ich gehe nach Deutschland zurück. So, ich gehe zurück zu meiner Familie und breche hier die Zelte ab. Das wird doch alles sowieso nichts mehr. Da frage ich mich halt immer, an was hält man da fest? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das eine lange Ehe gewesen ist und irgendwann verändert sich einer der beiden und man will die Ehe nicht aufgeben, man versucht halt alles. Es ist ja so, wie sie es erzählt hat, sie hat ja gesagt, nach 1 bis 2 Monaten hat sich das schon alles verändert, wo man so denkt, ey Leute, was sind denn 1 bis 2 Monate? 1 bis 2 Monate ist ja nix. So, das ist beziehungstechnisch, sorry, nix. Da sieht man halt, dass sie scheinbar naiv ist, das muss man leider ganz offen so sagen, dass sie da an irgendwas festgehalten hat, was ja scheinbar niemals überhaupt so war. Klar, die Kennenlernphase ist immer anders. In der Kennenlernphase, da zeigt sich jeder von der absolut perfektesten Seite. Ja, da wird nicht gefurzt, da wird nicht gerülpst, aber wenn danach doch schon alles anders läuft, da muss man doch für sich selber sagen, okay, man hat sich da irgendwas vorgemacht, das verstehe ich halt nicht, ne? Aber gut, das Fleisch hatte sie die Reife nicht. Das kann man hier jetzt immer natürlich aus der Entfernung so altklug immer sagen, wenn man es selber halt nicht erlebt hat, das ist klar. Ich hatte auch irgendwie die Hoffnung, dass wenn wir schon distanziert leben, dass wenn ich dann bei ihm bin, wir dann viel Zeit verbringen, weil er mich dann auch vermisst. Das war da leider auch eine Seltenheit. Wie ihr wisst, ist Simon ziemlich tief drin in diesem Immobilien-Game. Er hatte öfters mal Wohnungsbesichtigungen, wo ich auch immer mal mitgekommen bin. Das war auch so gefühlt das Einzige, was wir auswärts gemacht haben. Wohnungsbesichtigungen, Essen und dann wieder hochgefahren und das halt auch nicht alleine. Dann in der Stadtwohnung gab es halt eine Situation, wo er Wohnungsbesichtigungen hatte für eine Freundin. Ja, auf jeden Fall war ich einmal bei einer Wohnungsbesichtigung für diese Freundin mit dabei. Da habe ich irgendwie total gemerkt, wie er meinen Blicken aus dem Weg geht. Ich habe ihn auch während der Wohnungsbesichtigung ein bisschen zur Seite gezogen. Yo, alles gut. Du gehst irgendwie meinen Blicken so aus dem Weg. Nee, mach ich gar nicht. Später noch essen gegangen. Da hat er schon super wenig mit mir gesprochen. Morgens sind wir aufgewacht, lagen noch im Bett. Dann hieß es von ihm ganz plötzlich, ich finde, wir sollten getrennte Wege gehen. Und ich gucke ihn so an. Was für getrennte Wege? Das ging gar nicht. Ich habe es gar nicht in meinen Kopf bekommen, was da gerade passiert. Dass er gerade mit mir Schluss macht. Er hat mir immer gesagt, er kann sich ein Leben ohne mich nicht vorstellen. Dann wieder diese Distanzierung, dieses Links liegen lassen. Vor allen Dingen, ey, die sind irgendwie 2 Monate oder so zusammen. Ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht vorstellen. Also, ey, das sind doch solche Sprüche. Weil das erinnert mich immer wieder daran, da habe ich mich ja immer drüber amüsiert, wo ja dann so die Social-Media-Welt so richtig im Kommen war. Ihr kennt ja bestimmt noch so als so Facebook und so weiter oder damals auch schon MeinVZ, als das so alles gerade im Kommen war. Und da hat man ja immer mal so aus Spaß einige Leute so beobachtet, einfach so, ja, um halt sich ein bisschen zu belustigen, gebe ich ja auch zu. So, und ich hatte dann immer so einige Kandidaten in meiner Liste oder Kandidatinnen besser gesagt. Die habe ich immer mal so aus Spaß beobachtet, was die so posten. Und ich schwör's euch auf alles, ich hatte da immer so eine Frau in der Liste, die hat gefühlt alle 5 Monate einen neuen Typen gehabt. Und jedes Mal, ich schwör's euch, ich habe irgendwann einen Lachanfall bekommen, hat die immer wieder aufs Neue geschrieben, ich liebe dich über alles. Das ging wirklich fast alle 5 Monate so. Da wurde wieder der Beziehungsstatus geändert, da war da wieder eine neue Beziehung und dann wieder, ich liebe dich über alles. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mir sogar mal den Spaß gemacht, habe da so Screenshots von gemacht und habe die dann so aneinandergereiht und das... Das war so geil. Da hat sie aber viele von den Kandidaten. Wirklich, die sind ein paar Monate zusammen und dann, ich liebe dich über alles. Wir werden für immer zusammen sein. Und ich so denke, ja klar. Boah, ich habe mir damals so einen Spaß draus gemacht. Boah, das war so lustig alles. Naja. Ja,
Willkommen bei Arabella, so ist es aber. Ja. Ja, es hat mit Stalking nichts zu tun. Guck mal, ihr wisst doch, bei Facebook damals, du konntest doch immer so eine Story machen oder wie nannte sich das, aber irgendwas posten öffentlich. Und die hat doch immer alles öffentlich gepostet. Ich habe das doch quasi immer auf meiner Timeline gehabt. Da konntest du das auch alles immer sehen. Und ich fand das halt einfach alles total lustig. Dann wieder diese Streits und dann wieder dieses Zurückrudern. Das war immer dieses Hin und Her. Und dann dachte ich mir wirklich, wir haben so viel zusammen durchgestanden und du trennst dich jetzt einfach von mir. Vor allem ohne eine Begründung. Er hat mir nicht mal eine Begründung genannt. Es hieß nur, ich würde auf Madeira nichts aus mir machen. Ich hätte ja nicht mal meinen Führerschein. Es wäre besser, wenn ich nach Deutschland gehe, um zu studieren. Vielleicht lerne ich dann jemand anderen kennen. Und ich meinte zu ihm, aber ich möchte nicht jemand anderen kennenlernen. Also ich bin noch nicht nach Madeira ausgewandert, um dann zu merken, oh ja, ich mach nichts aus mir hier. Ja, und dann ist er wieder zu einer Wohnungsbesichtigung gegangen und hat mich dann in diesem verwirrten Zustand dann zurückgelassen, mehr oder weniger. Und ich habe dann aus Verzweiflung, wirklich aus purer Verzweiflung, meine Schwester angerufen, mit ihr drüber gesprochen, sie nach Rat gefragt. Ja, und dann ging die nach ein paar, weiß nicht wie lange, eine Stunde oder so, ging dann die Haustür auf. Da war Simon. Dann habe ich natürlich auch aus Angst, aber auch aus Reflex einfach aufgelegt. Er hasst meine Schwester. Auf jeden Fall hat er ihre Stimme erkannt und ist komplett durchgedreht. Er meinte, jetzt, weil du es deiner Schwester erzählt hast, hast du es offiziell gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Definitiv hat er einige Störungen. Also das zeigt auf jeden Fall, dass er so eine gewisse Persönlichkeitsstörung hat. Weil er hat es ja selber gesagt morgens, es wäre das Beste, wenn wir uns trennen. Dann hat sie logischerweise mit jemandem darüber geredet, weil sie musste ja mit jemandem darüber reden. Redet mit ihrer Schwester. Er sieht das. Oder denkt sich das, dass sie bestimmt darüber geredet haben und dann, jetzt hast du es offiziell gemacht. Ja, das sind Machtspielchen. Das sind ganz klare Machtspielchen, die wir hier jetzt wieder erkennen. Und es passt wieder komplett ins Profil, ja, von einem ganz großen YouTuber, ja, Star in dem Fall. Wenn, du kannst ganz viele Stars so nebeneinander rein, die haben alle dieselben Verhaltensweisen. Also das, was man halt von denen kennt. Es ist wirklich zu lustig. Du hast die Trennung jetzt offiziell gemacht. Obwohl er sich ja schon von mir getrennt hat. Aber natürlich, wie ich da war, ich habe mich entschuldigt, ich habe geweint, meinte, es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Das Problem, weil er hat sich getrennt, der auf mich projiziert, ich habe es angenommen und mich entschuldigt. Ich will es gar nicht sagen, aber irgendwie ist es so, weil ich noch so manipuliert war von ihm. Bin hochgefahren zu meinem Kater, habe es akzeptiert, okay, ich werde nach Hause fahren. Das war's jetzt. Auf jeden Fall war ich bettfertig und ja, auf einmal ging die Containertür auf und da stand Simon. Komplett aufgelöst, kam auf mich zu, hat sich zu mir ins Bett gelegt. Schatz, nein, geh bitte nicht, das wäre der schlimmste Fehler von mir ever. Scheiß aufs Studium, du kannst doch von hier aus studieren, bitte, bitte. Weil ich mich mehr oder weniger mit der Situation schon abgefunden habe und irgendwie auch mich mit dem Gedanken angefreundet habe, dass ich endlich aus dieser stressigen Situation rauskomme nach Hause, auch wenn es schwer ist, meinte ich zu ihm. Ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon Lust, da in Berlin zu studieren. Oh nein, scheiß aufs Studium, bla bla. Auf jeden Fall hat er mich so lange belabert, bis wir uns wieder vertragen haben. Dann hieß es irgendwann, was mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, natürlich enthält der Chat mehr, löscht die Bilder von Instagram jetzt. Ich habe die auch schon gelöscht. Dann dachte ich so, hä? Was für Löschen? Ich dachte, ist jetzt alles gut, wir haben uns doch vertragen. Und dann sagt er, ja, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit sein, dass unsere Beziehung öffentlich ist. Ich will meine privaten Dinge nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Er möchte sein Gesicht auch nicht mehr zeigen. Deshalb hat er ja Reik vorbereitet, habe ich auch alles gecheckt. Aber diese Fotos, die eh schon alle gesehen haben, was macht das denn für einen Unterschied, wenn man die jetzt löscht? Dann hat er geschrieben, ja, wäre top, wenn die Leute das so denken würden. Und ich dachte so, hä? Ja, habe ich. Boah, also wirklich, es tut mir leid, dass ich darüber lachen muss, aber das, wie kann man sich das denn alles so freiwillig antun? So, das ist irgendwie, ja, guck mal, ich glaube, es ist auch irgendwann, ist es Faulheit, meiner Meinung nach, weil du kannst doch irgendwann gar nicht mehr so viel für den Menschen empfinden, wenn das ständig immer nur Stress gibt. Wenn du nonstop in irgendeiner Konfrontation steckst, also da muss man sich auch selber mal hinterfragen, warum man das alles dann auch irgendwann so mitmacht. Du musst ja klare Grenzen irgendwann ziehen. Ich habe die Bilder halt gelöscht, weil ich meine, es ist sein Gesicht. Ja, und da meinte er, ja, übrigens, ich treffe mich jetzt mit Sabine. Für die, die sie nicht kennen, das ist seine Ex-Freundin vor mir quasi. Das habe ich halt auch nicht verstanden, wieso. Also als ob er mir das so unter die Nase reiben würde. Bist in der Wohnung, ich komme jetzt runter, was ist los? Ich take gar nichts. Und dann sagt er, nee, ich bin schon weg, ich bin jetzt unterwegs. Übrigens, Sabine kann alles mitlesen. Vor allen Dingen, wer toleriert sowas? Jetzt mal ohne Scheiß, würde ich gar nicht tolerieren. Weil Schluss ist Schluss, Punkt, aus, Ende im Gelände. Wie kann man sich denn mit seinem Ex-Freund oder Ex-Freundin treffen? Jetzt mal ohne Witz. Was ist das denn? Ja, also, das verstehe ich alles total gar nicht. Und das zeigt einfach, man will seine Machtspielchen halt spielen. So ist es halt. So sieht's aus. Wir sind gleich durch, noch 9 Minuten. Jetzt schon mit ihrem Auto unterwegs. Die machen jetzt einen Ausflug. Er weiß, dass mich sowas triggern könnte, weil ich wirklich nach Ausflügen auch zum Teil, also nach Unternehmung, gebettelt habe. Auf jeden Fall bin ich runter in die Stadtwohnung gefahren, bin da angekommen. Tür aufgemacht, seine Wohnung war leer, Schuhe waren weg. Dann hieß es auf einmal, ja, er ist in der Nachbarswohnung gegenüber. Dann kommt er aus dieser Wohnung, lächelt mich an, umarmt mich und sagt mir, du glaubst doch nicht lieber, dass ich was mit Sabine machen würde, als mit dir.
Und da war ich so, okay, dieser Mensch ist komplett unberechenbar. Ich kann ihn null einschätzen. Da ist irgendwas in mir abgestorben, wo ich nur noch funktioniert habe. Ich bin auf potenzielle Diskussionssituationen nicht mehr eingegangen. Da war mir wirklich klar, dass er einfach mit mir spielt. Der spielt einfach mit mir nach dieser Geschichte. Ach, da war ihr das klar, dass ihr nur mit ihr spielt. Das ist aber eine sehr späte Erkenntnis. Man sagt zwar besser spät als nie, muss man immer wieder fairerweise dazu sagen, aber dass die Erkenntnis da erst kam, das ist aber schon sehr, sehr heftig. Geschichte, haben wir eine Penthouse-Wohnung besichtigt, wo er mir immer gesagt hat, das wird die finale Wohnung und Container ist eine Übergangsweise. Da, wo er jetzt wohnt, ist auch Übergangsweise und diese Penthouse-Wohnung wird die finale Wohnung, wir werden einziehen. Da hat er mir die Räume gezeigt, alles ausgemalt, wie schön unser Leben da wird. Das Einzige, was ich in meinem Kopf hatte, war, dass Tiger nicht mit darf. Er hat mir nicht versucht nahezulegen, er hat es mir so gesagt, ich könnte ihn ja verschenken. Ich könnte ihn ja weggeben, ist ja egal. Ja, verschenk einfach mal deine Katze, ja, die du schon ganz lange hast, wo du eine Bindung zu aufgebaut hast, die du siehst wie dein Sohn, verschenk dir einfach mal die Katze, ja, genau, mach einfach mal. Auch wenn es die Cousine ist, auf jeden Fall gab es dann wieder eine kleine Meinungsverschiedenheit, wo er dann wieder diesen Satz gedroppt hat mit, ja, dann geh doch wieder nach Deutschland zurück. Und ich kann es gar nicht abzählen, wie oft er das gesagt hat. Ich dachte nur so, das kann ich nicht mehr. Das war, wo ich mich getrennt habe, Mitte Mai 2023. Ich konnte dieses Spielchen nicht mehr ertragen. Dieses Jahr, dann geh doch nach Deutschland zurück, wenn es dir nicht gefällt. Geh doch dahin zurück, komm, wir buchen dir einen Flug. Wie so ein Totschlagargument, wo er weiß, dass es mir den Atem stockt, weil mich sowas einfach zutiefst verletzt. Aber da konnte ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann meine Sachen zusammengepackt, habe meinen Umzug wieder vorbereitet. Einen Tag vor Abflug fing er dann wieder an mit Lovebombing. Ich werde dich so vermissen. Ich kann es nicht glauben, dass wir bald 3000 Kilometer voneinander getrennt sind. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nichts mit mir gemacht hätte. Klar, ich war auch traurig, ich war auch verletzt, dass es so weit kommen musste. Ich habe mein ganzes Leben in Berlin für ihn aufgegeben. Habe ich auch gerne gemacht, weil ich dachte, ich ziehe jetzt zu jemandem, der gut für mich ist, der mich wertschätzt, der mich respektiert. War halt leider nicht so. Auf jeden Fall war ich dann erstmal bei meiner Schwester, damit sie mich erstmal ein bisschen wieder auffangen konnte, weil mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Als ich mich übrigens von ihm frisch getrennt habe, wollte er es auch übrigens direkt twittern. Da meinte ich aber zu ihm schon, dass ich das noch nicht gerne möchte, weil ich einfach nicht mit den Kommentaren klargekommen wäre, die dann eingeflogen wären. Ich hätte das einfach... Oh, meine Güte. Also, man merkt hier auf jeden Fall, dass das... Ja, man kann schon wirklich sagen, so wie es auch Gökhan hier eben geschrieben hat, das ist Arabella Kiesbauer-Content. Aber sie tut mir natürlich trotzdem leid. Und man muss hier wirklich sagen, dass sie es da überhaupt so lange ausgehalten hat. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also bis jetzt scheine ich ihr diese Story abzukaufen, muss aber fairerweise dazu sagen, wir haben das Statement von Simon Unge noch nicht gehört. Ja, vielleicht wird er das Ganze anders wiedergeben, wer weiß. Ja, aber also ich hätte mir das gar nicht so lange gegeben, wenn ich ehrlich bin, sich da die ganze Zeit so runterbuttern zu lassen und dann immer wieder, bevor es konkret wird, ja, bleib doch hier und so weiter. Das ist ja totale Machtspielchen, das ist ja fürchterlich. Zu dem Zeitpunkt so frisch noch nicht verkraftet, dann haben wir uns quasi so geeinigt, dass man da ein bisschen Gras drüber wachsen lassen soll, dass ein bisschen die Zeit vergeht. Und dann kann man es ja immer noch teilen. Ich habe ja nicht erwartet, dass wir jetzt 5 Jahre warten. Hat er dann auch erstmal eingesehen und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht. Wir haben trotzdem noch nett miteinander geschrieben, so ab und zu mal. Das war für mich dann auch okay, aber wie gesagt, ich hatte mit der Trennung sehr zu kämpfen. Dann hatten wir auch ein Telefonat, ein längeres, ich und Simon, wo wir uns ausgesprochen haben. Und in diesem Telefonat hat er mir auch gesagt, dass es schön wäre, wenn aus uns vielleicht irgendwann mal wieder was werden könnte. Zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, vielleicht irgendwann. Er meinte, ja, er arbeitet an sich, er geht dann auch in Therapie. Dann, wenn es ihm besser geht, kann man sich ja nochmal unterhalten. Da dachte ich, ja, okay, freut mich. Das war auch übrigens der Zeitraum, wo er mich auch zu seinem Twitch-Chat, zu seinem Reik-Twitch-Chat eingeladen hat. Der meinte, ja, du kannst immer gerne reinschreiben. Ja, und dann stand ich irgendwann mal draußen und dachte so, ja, schreibe ich mal rein. Aber dass er den Screenshot jetzt gegen mich verwendet, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Dann war ich irgendwann mal auf Twitch unterwegs. Da werden ja einem immer ein paar Kanäle immer empfohlen. Und dann habe ich einen Kanal gesehen, wo ich so zweimal hingucken musste erstmal. Dachte ich so, hä? Den Raum kenne ich irgendwoher. Dann klicke ich drauf und ich erkenne diesen Raum. Das war einfach, da waren wir nämlich auch bei einer Wohnungsbesichtigung dabei. Da habe ich auch schön fleißig viele Fotos gemacht, weil er gesagt hat, ich soll schön viele Fotos fotografieren, damit wir uns die im Nachhinein nochmal angucken können. Ja, da habe ich die Wohnung gekannt. Das war die andere Stadtwohnung, wo es hieß, ja, da wohnen wir dann, bevor die Penthouse-Wohnung fertig ist. Dann habe ich die Person mir angeguckt und dachte, okay, das ist eine Frau, aber ich kenne die halt nicht. Ich wusste gar nichts, was ich mit dieser Person anfangen soll. Das Einzige, was ich halt so rausgehört habe, ist, dass die da wohnt. Ich habe den Stuhl erkannt, ich habe die Wohnung erkannt, ich habe vor allem den Tisch erkannt, wo sie dran saß. Das ist nämlich ein Ecktisch gewesen, den ich vorgeschlagen habe für diese Wohnung, genau für diese Ecke. Es war immer ein Problem bei uns, dass er immer alleine gezockt hat, damit wir so ein bisschen vielleicht nebeneinander was zocken können. Okay, das ist der Tisch, aber da sitzt nicht ich, sondern eine andere. Im Nachhinein habe ich dann erfahren,
dass das seine neue Freundin ist. Marie nennt er sie ja. Dann ist mir... Ich bin komplett zusammengebrochen. Ja, was hat sie auch erwartet? Also im Endeffekt ist es ja so, also so wäre es zumindest bei mir, ich hätte mit allem gerechnet. Also du musst nach dieser verkorksten Beziehung mit allem rechnen. Ja, und sogar natürlich auch, dass er möglicherweise fremd gegangen sein könnte. Und ich verstehe nicht, warum sie das alles immer noch so nah an sich ranlässt, dass sie dann zusammenbricht. Weil ich sag mal, die Realität im Kopf sollte eigentlich so weit sein, das Bewusstsein eher gesagt, dass man sich dann einfach sagt, ja, ist doch logisch, ist doch klar, dass das so ist. Ja, also das auf jeden Fall. Sie scheint in ihn komplett vernarrt gewesen zu sein. Ne? Warum auch immer. Erstmal gecheckt, dass ich mich schon wieder von ihm habe verarschen lassen. War so enttäuscht und wütend. Vor allem, weil mir dieser Bekannte gesagt hat, Rachel, als du weg warst, die war eigentlich direkt da. Das fand ich schon komisch. Dann habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, dass ich unsere Fotos auf Insta löschen sollte. Dass es ja dann aussieht, als wären wir getrennt. Wäre top. Habe eins und eins zusammengezählt. War der festen Überzeugung, dass das mit der schon parallel zu unserer Beziehung angefangen hat. Ja, natürlich. Auch wenn's nicht parallel lief. Er hat mich warm gehalten. Allein durch das Telefonat. Er hat mich warm gehalten. Er hat mir Hoffnung gemacht, da wird noch was zwischen uns werden irgendwann. Und dann hat er mich einfach ersetzt. Auf jeden Fall ist der Kontakt dadurch so ein bisschen eingebrochen, weil ich dann auch immer weniger geschrieben habe. Und ich hatte dann, als ich von Marie erfahren habe, auch keine Lust mehr, groß mit ihm hin und her zu schreiben. Und ich dachte mir, er wird sowieso abstreiten. Er hat immer alles abgestritten. Aber man merkt aber auch hier, das will ich auch nochmal fairerweise zum Abschluss ihres Statements sagen, man merkt hier aber auch, dass sie scheinbar sehr unterwürfig ist. Das muss man hier auch ganz klar sagen, weil sie hat sich ja scheinbar auch wirklich so... Also ihre ganze Persönlichkeit aufgegeben, so kann man ja sagen, um ihm irgendwo zu gefallen. Und dass man nach dieser wirklich verrückten Trennung dann sich auch noch einreden lässt, vielleicht wird es ja irgendwann nochmal was zwischen uns, ich arbeite an mir. Man muss doch so realistisch eingestellt sein, zu sagen, warum sollte er es denn jetzt schaffen? Mit seinen ganzen Machtspielchen und so weiter, als ob der das mal eben so verändern könnte. Da braucht ein Therapeut Jahre für. Aber gut, jeder Mensch ist anders, ne? Dann war der Kontakt mehr oder weniger weg. Natürlich hat die Anni-Sache was mit mir gemacht, vor allem die Katzenthematik. Ich habe dann den ein oder anderen Tweet gemacht, aber ich habe ihn nie mit Namen erwähnt. Nicht mal alles hat sich um ihn gedreht. Das war irgendwie so ein Schrei nach Hilfe oder was auch immer. Diese ganzen Gerüchte über mich, dass es Leute glauben, dieses Argument, dass ich Reichweite wollte und Geld, das ist so dieses Totschlagargument überhaupt. Das habe ich gar nicht gecheckt. Was ich auch geil finde, war, dass er meinte, ja, er hatte Angst auch, dass ihm als Mann nicht geglaubt wird. Und ich finde es so krass, dass er lügt und sich hinter diese Opfer stellt. Simon ist genau der Grund, ein gutes Beispiel, warum solchen Männern dann nicht geglaubt wird. Super krass und assi, wie man sowas als Vorwand nehmen kann. Ich spreche jetzt nur von mir. Ich bin eine Privatperson. Ich stehe nicht in der Öffentlichkeit. Ich nehme jetzt dieses Video auf, um mich zu erklären. Ich meine, ich hätte meinen Job verlieren können. Simon ist kein unbekannter Mensch. Er hätte mir damit wirklich mein Leben komplett versauen können. Er weiß vor allem als langjähriger YouTuber, was passiert, wenn man mit solchen Vorwürfen noch Namen erwähnt, was da für eine Hatewelle kommt und am Ende dann zu schreiben, yo, aber bitte hatet nicht, das bringt gar nichts. Er wusste ganz genau, was er da für eine Hatewelle mir gegenüber, zu mir, auslösen wird. Absolut, da stehe ich voll auf ihrer Seite, das stimmt, weil er hat ja zuerst auf Twitter diese Posts abgesendet, bevor sie überhaupt dieses Statement-Video hier gemacht hat. Und wenn man dann immer schreibt, ja, aber bitte fangt jetzt nicht an, Hassnachrichten zu ihr zu schreiben oder sonst irgendwas. Ja, das machen die Leute so oder so, das brauchst du gar nicht dabei zu schreiben. Ja, weil er wusste ganz genau, was er damit auslöst. Ja, sehr, sehr kurios und das wirft jetzt schon mal kein gutes Licht auf ihn. Ich bleibe natürlich neutral. Ja, ich weiß, man muss ohne Emotionen daran gehen. Sonst mache ich ja denselben Fehler wie viele andere Menschen und jetzt bin ich mal gespannt, was gleich sein Statement werden wird. Sie wird jetzt noch eine Minute hier reden und da bin ich mal gespannt, was denn der Simon Unge dazu sagt. Mal gucken, ob er es versucht, um 180 Grad zu verdrehen. Das finde ich aber gespannt. Super krass und perfide von ihm. Dem Typ ist sein Ruf wichtiger als alles andere. Kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber was glaubt ihr, warum Iblali nicht mehr auf Madeira ist? Warum er da quasi weggescheucht wurde, wer da der Hauptaggressor war. Ich werde nach diesem Video jetzt keine YouTuberin. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, hier, um mich zu erklären, um meine Sicht der Dinge zu zeigen. Also ich weiß nicht, ob ihr seinen Tweet dazu gesehen habt, von wegen auch ich habe nie was von einer mitbekommen. Er hat mir nur, als ich dann sein OnlyFans entdeckt hat, was er das nutzt, dass er da Creatorin abonniert hat, hat er mir das ganz stolz gezeigt. Und von der Sucht war da nie was. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen meine Sicht der Dinge nachvollziehen. Ich will nicht behaupten, dass ich immer perfekt war in der Beziehung, aber es stand in keinem Verhältnis zu dem, wie er zu mir war. Das wäre es an der Stelle von mir. Mein Erfahrungsbericht, meine Sicht der ganzen Sache an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ja. Ja, ja. So, Freunde, ja, das ist schon sehr, sehr, ja, bitter für Simon Unge. Wir werden uns aber jetzt sofort das Statement von ihm angucken. Ich weiß, es gibt auch eins von Aiblali. Das werden wir uns heute nicht anschauen, sonst wird das hier alles zu lange. Das hatte ich eigentlich ursprünglich vorgehabt, aber ich wusste nicht, dass der Simon Unge sich so schnell dazu äußert. Aber wie ich wohl jetzt schon gehört habe, hat sich der Aiblali auch dazu irgendwie geäußert, dass Simon Unge der Grund war, warum er damals Madeira irgendwie verlassen hätte. Irgendwie sowas. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in das Statement von Simon Unge. So, jetzt gehen wir mal rein in das Ganze und los geht's. Er scheint sein Gesicht nicht zu zeigen, um Himmels Willen. Ja, los geht's auf jeden Fall. Hey Leute, in diesem Video möchte ich gerne Stellung beziehen zu den Vorwürfen, die im Raum stehen. Ich möchte vorab sagen, ich versuche jetzt kein langes Drama-Video draus zu machen. Nein, kein langes Drama-Video, 42 Minuten schon. Wir gucken mal auf die Bewertungen. Oh, Bewertungen sind schon mal ausgestellt. Das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Okay, trotzdem. Ich möchte alles ehrlich mit euch besprechen und beantworten. Ohne sarkastische Scheiße. Ihr wisst, ich laber viel sarkastische Scheiße und auch auf Twitter habe ich viele Sachen davon sehr sarkastisch und ironisch beantwortet, was auch vielen Leuten natürlich dann sauer aufgeschlagen ist. Aber man muss wirklich sagen, die Insel ist wirklich sehr schön. Madeira, ne, guckt euch das mal an. Wirklich eine wunderschöne Insel. Ja, nur mal so nebenbei, auch wenn es mit der Thematik nichts zu tun hat. Kann ich verstehen, weil die natürlich auch ein vernünftiges Statement erwarten. Ich fand viele Sachen aber so übertrieben dargestellt, dass ich irgendwie nicht anders als mit Humor nehmen konnte im ersten Moment. Und ja, jetzt nochmal alles ganz sachlich und ehrlich. Ich habe auf jeden Fall viele Fehler gemacht. Ich habe gelogen. Ich habe mich asozial verhalten. Und ich werde in diesem Video auch einige Sachen... Hey, Schatzi. Ich werde in diesem Video auch einige Sachen ansprechen, die von mir absolut nicht korrekt waren. Aber ich möchte auch Sachen ansprechen, die, ja, in die ich so reingezogen werde, beziehungsweise wie ich dargestellt werde, was nicht 100% der Fall ist. Vieles. Was ich mich jetzt halt frage, ist, warum zeigt er sein Gesicht nicht, ne? Das ist auch so eine Sache, das verstehe ich jetzt hier nicht. So, warum, da hätte er direkt einen Podcast machen können. Warum filmt er jetzt da die schöne Aussicht so? Hätte er jetzt direkt sagen können, komm, ich mach's am PC und dann, ja, schon komisch, naja. Das, was gesagt wurde, hat einen wahren Kern, deswegen möchte ich auch nicht irgendwie alles abstreiten oder so. Vieles, was in den Videos gesagt wurde, hat einen wahren Kern. Aber vieles ist sehr, sehr stark ausgeschmückt. Ich habe im Vorfeld schon ein Statement auf Twitter abgegeben zu den drei besagten Damen. Und das Statement ist nach wie vor aktuell. Also da hat sich nichts dran geändert. Zu der Rachel-Thematik habe ich mir hier noch ein paar Stichworte gemacht, die ich nochmal separat hier ansprechen möchte. Und danach komme ich zum Vic-Thema. Und ja, alles, was ich in dem ersten Twitter-Statement gesagt habe, wo das so viele Seiten hatte, das ist mein Statement zu den drei weiblichen Personen. Zu Vic kommt das in diesem Video zum ersten Mal. Und zu Rachel gibt es eine Ergänzung, weil sie auch noch mal ein Video gemacht hat, was auch noch mal ausführlicher war und wo viele Sachen noch mal angesprochen wurden, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also. Gut. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein paar Punkte rausgesucht und ich werde die einfach jetzt nach und nach beantworten. Also, ich habe rassistische Jokes über meine Freunde vor anderen Leuten gemacht. Wurde unter anderem behauptet. Sowas wie: Ja, Leute, wisst ihr, wo ich sie kennengelernt habe? Thailand-Katalog, 20 Euro, sowas. Stimmt, ist genauso passiert. Nur, was der Unterschied zu dem war, wie es im Video dargestellt wurde, zu der Zeit hat meine damalige Freundin selber mitgelacht und hat das alles mit Humor genommen und zu keinem Zeitpunkt irgendwie mir deutlich gemacht, dass es irgendwie grenzüberschreitend war, whatever. Und korrekt ist es nicht. Nee, möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt gut reden. Also, Rachel ist keine Thailänderin, sondern halb russisch, halb äthiopisch. Und ja, aber gut, was soll sie denn machen? Soll sie dann eine Szene vor anderen machen? Das ist ja dann die Frage, die ich mir stelle. Natürlich lacht man mit, weil du willst ja auch nicht die beleidigte Leberwurst in dem Moment sein. Ja, weil wie kommt das denn rüber, wenn du dann da voll die Szene machst? Naja. Warum? Aber immerhin hat das zugegeben. Warum ich solche Sprüche gemacht habe, also sie hat einen äthiopischen Vater und eine russische Mutter. Warum ich solche Sprüche gemacht habe, keine Ahnung. Das ist irgendwie mein dummer Humor, so. Und ja, es ist genauso passiert. Also nur der Unterschied dabei ist, dass es damals halt alles noch mit Humor aufgefasst wurde. Und hätte sie angesprochen, bitte sag das nicht mehr, ich fühle mich unwohl damit, dann hätte ich es auch getan. Aber das ist nicht zum Gespräch gekommen. Klar, man könnte jetzt sagen, ich bin absolut nicht einfühlsam gewesen und hätte es von alleine merken müssen. Hätte ich, ja, ist ein Fehler, gut. Also kann ich nicht abstreiten, ist genauso passiert. Dann wurde gesagt, dass ich die Katze
von meiner Freundin damals sehr schlecht behandelt hatte, dass die Katze auch panische Angst hatte. Und zu dem Thema, da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich versuche es kurz zu halten. Damals, als Rachel nach Madeira gezogen ist, hatte sie nicht ihre Katze dabei. Also erstmal ist sie einen Monat zu Besuch gewesen. Dann waren am Anfang total verliebt. Und natürlich hat sie auch in ihrem Video gesagt, ich wollte, dass sie so schnell wie möglich herkommt. Ja klar, also ich wollte, dass sie so schnell wie möglich zu mir zieht oder dass wir halt zusammenziehen. Und weil ich gerne bei ihr sein wollte. Ne? Also das ist ja auch, erstmal macht das ja Sinn. In der Zeit, wo sie nicht zu Hause war, also nicht in Berlin, bei ihrem, in ihrem Zimmer, wo sie hat mit ihrer Mutter da zusammen gewohnt, hat sie ihre Katze halt bei ihrer Mutter erstmal gelassen und der Plan war, dass sie dann irgendwann nachkommt. Und die Katze hatte damals schon bei ihr zu Hause panische Angst vor ihrer Mutter, weil die Mutter mit dem Staubsauger da irgendwie die Katze da belästigt hat. Und also die Katze ist generell sehr, sehr scheu, wie Rachel auch im Video gesagt hat. Und was ich auf jeden Fall Rachel zugutehalten muss, ist, Rachel hat sich wirklich um die Katze sehr, sehr gut gekümmert. Also Rachel ist ein wirklich tierlieber Mensch, zumindest was ihre Katze angeht. Und sie hat da auch nie irgendwie ihre Katze schlecht behandelt oder so. Sie hat immer ihre Katze respektvoll behandelt. So nie irgendwas geforst, die Katze hochgenommen, wenn sie es nicht wollte oder irgendwas. Sondern einfach, ja Dicker, sondern einfach die Katze gut behandelt. Ne? Das muss ich ihr gut zureden. Also das muss ich anerkennen, so, weil sie hat ihre Katze wirklich sehr korrekt behandelt. So, so wie sie das auch gehört. So wie man halt Katzen auch behandelt. Ne? Grüße gehen raus an Anni. Dann war die Katze eine Zeit lang bei ihrer Schwester. Ihre Schwester wohnt nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt. Und da hatte die Katze auch panische Angst. Die Katze war unter der Couch den ganzen Tag versteckt. Vor allem ist das ja auch immer schrecklich, wenn du eine Katze die ganze Zeit abgibst, wenn die sowieso scheu ist, dann wird die ja immer mehr verhaltensgestörter. Das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Also mit dem Tier tut man damit nichts Gutes. Vor allen Dingen überlegt euch mal, was das Tier für eine lange Reise hinter sich hat, von Berlin nach Madeira. Das sind auch einige Stunden und dann sitzt das Tier die ganze Zeit, wenn es denn auch so war, hier in dieser kleinen Katzenbox, so nenne ich die jetzt mal. Es ist ja schrecklich, ne? Was man dem Tier da für einen Stress ausgesetzt hat. Ja, aber man merkt hier auch, also so kommt es bei mir rüber in den ersten Minuten. Ich meine, er hat schon was zugegeben mit dem Witz, was ja eigentlich so das Harmloseste war. Er baut es jetzt schon so auf, dass er einerseits Verständnis vom Zuschauer haben möchte und dass er versucht, das zu relativieren. So kommt es zumindest rum, also rüber. Aber ich sag ja, wir müssen ihm die Chance geben, ne, dass er da eventuell das große Ganze erklärt. Aber bis jetzt ist es so, dass es zumindest in den ersten 6 Minuten so rüberkommt, dass er das alles versucht zu relativieren. Aber gut, wir sind ja noch nicht weit im Video vorangeschritten. Ihre Schwester hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung, oder vielleicht hat sie es immer noch, keine Ahnung, ich kenne mich nicht mehr mit der Familie so aus. Und die Katze hat auch super viel Angst gehabt vor dem Freund ihrer Schwester. Und mir wurde damals gesagt, ja, die Katze hat generell Angst vor Männern, weil damals hatte Rachels Mutter einen Freund und der Freund kam besoffen nach Hause und hat die Katze getreten und auch so mäßig weggetreten und war richtig aggressiv zur Katze. So. Und die Katze hat halt übelst Angst vor anderen Leuten, außer vor Rachel. Und generell, ne, also ich will. Also wenn das alles so stimmt, tut mir der Kater unfassbar leid, diese Katze. Unglaublich, was die scheinbar alles mitgemacht hat. Die ist ja vollkommen verstört, was Menschen angeht. Wahnsinn. Nicht da zu tief in das Familienleben von Rachel rein. Gretchen, was sie mir auch alles über ihre Mutter erzählt hat und so. Ja, da gibt es viele Sachen zu erzählen, wo sie so viele Sachen über mein Privatleben ausgepackt hat. Ich könnte einiges erzählen, aber es macht keinen Sinn. Ich möchte Rachel nicht mehr schaden oder irgendwas. Ich möchte niemanden schaden. Ich möchte einfach nur meinen Frieden. Und ich hoffe, dass auch Rachel einfach ein gutes Leben führt und hoffe, dass alle einfach happy sind, so. Aber auf jeden Fall ging damals bei ihrer Familie schon einiges ab mit der Katze. So, nur das als Vorgeschichte. Die Katze ist dann irgendwann bei uns eingezogen und hatte auch Angst vor mir, logischerweise. Also sie hatte Angst vor vielen Menschen, auch halt eben überwiegend vor Männern. Und ich bin jetzt nicht auch unbedingt der kleinste Mann, ich bin ziemlich groß und manchmal trampel ich auch. Ich bin ein kleines Trampeltier und die Katze hat oft gefaucht. Also die hat mich wirklich sehr, sehr oft angefaucht, das ist einfach ihre Art. Und am Anfang habe ich sie auch nicht übel genommen. Manchmal habe ich das so ein bisschen traurig gemacht, weil ich mir dachte so, schade, ich würde der Katze gerne so zeigen, dass ich ganz lieb bin, so. Und das habe ich auch Rachel erklärt und habe mit ihr darüber gesprochen und im Nachhinein hat Rachel das so dargestellt, als ob ich irgendwie erwarte von der Katze Dankbarkeit, also dass ich von der Katze Dankbarkeit erwarte. So nach dem Motto, warum ist die Katze so undankbar, sie zahlt ja alles und so. Das habe ich so nicht gesagt und das ist der erste Punkt, wo ich sagen muss, das ist so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe mir gewünscht, dass die Katze so mich irgendwo als Menschen in ihrem Umfeld anerkennt, na klar, weil ich möchte natürlich auch in Harmonie mit der Katze zusammenleben, klar, aber so wie es dargestellt wurde, ist es nicht gewesen. Ich lebe hier auf dem Hof mit 9 Katzen zusammen und ich kann euch auch gleich ein Video aufnehmen, wo ich zu den Katzen gehe, keine von diesen Katzen wird von mir weglaufen. Ich habe noch nie eine Katze gequält, geschlagen, getreten oder irgendwas getan, dass die Katze sich unwohl fühlt, außer, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was stimmt, ich habe mit Rachel oft Streit gehabt, wir haben uns auch angeschrien
Und das tut mir auch im Nachhinein super leid. So, das ist absolut scheiße, sich anzuschreien. Also das ist auch eine Sache, weshalb ich in Therapie war. Ich war nach der Beziehung mit Rachel in Therapie. Allerdings nicht so lange, wie es, sagen wir, nötig gewesen wäre. Deswegen möchte ich auch gerne in Zukunft nochmal eine Therapie angehen. Und solange das nicht durch ist, werde ich mich auch aus dem Internet weitgehend raushalten und mich dann erstmal wieder melden, wenn das alles durch ist. Weil ich weiß, dass ich auch Probleme habe und ich habe auch einen Knacks und ich habe auch, also diese ganze Influencer-Welt über mehr als 10 Jahren hat auf jeden Fall auch was an mir gemacht. So. Will mich jetzt nicht als Opfer darstellen, aber das ist schon, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. So. Ich bin auch nicht psychisch der stabilste Mensch. So. Ja, jetzt kann man natürlich hier in den ersten Momenten sehen, dass er scheinbar sehr einsichtig ist. Ne? Das könnte natürlich jetzt auch eine gute Strategie sein, die er da fährt. Ne? Also er versucht natürlich hier Eingeständnisse durch die Blume zu machen, ja, oder durch den Busch, haha. Und ja, scheint so mit der Therapiefloskel zu kommen. Er macht ja eine Therapie und so weiter. Aber das große Problem ist ja halt, dass es letztendlich höchstwahrscheinlich Aussage gegen Aussage ist. Und weil man das Ganze natürlich fair betrachten muss, können wir uns jetzt eigentlich gar nicht auf eine Seite schlagen, weil wir ja logischerweise nicht dabei waren. Aber, und das ist ja eben das Problem für Simon Unge, es kommen ja jetzt scheinbar andere Menschen ins Spiel, die das ja alles bestätigen, was die Rachel gesagt hat. Da wäre nämlich einmal Iblali, Victor heißt der, glaube ich, der scheinbar Ähnliches mit Simon Unge erlebt hat. Und da wären ja dann direkt schon mal zwei. Und dann wird ja langsam ein Schuh draus, ne? Und diese Katze hat halt oft den Streit miterlebt, weil sie, wir haben in einem Container gewohnt, der Container steht da hinten. Das ist dieser, warte mal, wo haben wir hier die Kamera? Das ist dieser Container da. Da wohnt mein Bruder jetzt drin, mein Kleiner. Und der Container ist nicht besonders groß, 36 Quadratmeter. Und da haben wir zur Zeit drin gewohnt. Und als noch hier eine Baustelle war. Ne? Also als noch Baustelle war, da gab es noch keine anderen Wohnmöglichkeiten. Blablabla. Und ich habe die Katze mal rausgesetzt. Ja, hier in einem sicheren Umfeld. Also da sind noch Treppen vom Container und so ein sicheren Space. Ich habe die Katze rausgesetzt. Ich habe sie auch einmal im Streit rausgescheucht. Und ich habe in der Gegenwart der Katze halt geschrien, weil ich in dem Streit mich zum Streiten, also im Streit mich zum Schreien halt eben bringen lassen habe. Und ist ja meine Schuld, so, ich habe geschrien, es war scheiße so. Und das war das, was ich mit der Katze gemacht habe. Ich habe vielleicht mein Bett gelegen und meine Socken irgendwie aus dem Bett geworfen und keine Ahnung, Rachel sagt, wirf das nicht zur Katze, dann fühlt dich bedroht oder solche Sachen, ja. Aber so, wie es dargestellt wurde, ist es nicht. Also so krank, wie es da dargestellt wurde, ist es nicht. Ich habe keinen Koffer nach der Katze geworfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist und dass es dann so dargestellt wurde, dass ihre Schwester geschrieben hat, hat mit dem Koffer nach der Katze geworfen und dass es im Nachhinein jetzt so ausgelegt wird, als wäre es die Realität, ist es meiner Meinung nach nicht. Aber ich möchte Rachel auch nicht ihre Realität absprechen, weil man erlebt ja auch Dinge anders. So, manche Dinge erlebt man ja auch in so einer emotionalen Situation anders. Ich weiß nur, für mich persönlich, ich habe nichts gemacht, was die Katze quält. Ich habe trotzdem Dinge getan, wo ich denke, hätte nicht sein müssen, dass ich die Katze vor die Tür gesetzt habe. In dem Streit, weil ich mir dachte, ist es besser, die Katze jetzt vor die Tür zu setzen, bevor wir vor der Katze schreien oder irgendwie sowas. Warum haben wir überhaupt geschrien? Ja, warum schreit man im Streit? So hat das so, weißt du, was ich meine? Ich bin in der Öffentlichkeit und da wird jede Kleinigkeit so auf die Goldwaage gelegt. Und wer von euch schon mal Beziehung geführt hat, der weiß, wie schnell man emotional auch mal hochkochen kann und wie viel man voneinander preisgibt und wie viel man sich auch angreifbar macht und verletzlich macht. Ja, er will natürlich jetzt hier schon sich ein bisschen reinwaschen. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Darf ihm aber auch nichts anderes unterstellen, das ist ganz klar. Er versucht sich natürlich jetzt hier als sehr, sehr verständnisvoll zu verkaufen. Das merkt man natürlich in diesem Statement. Aber gut, was soll er auch anderes machen? Und das Problem ist ja auch, immer noch steht Aussage gegen Aussage. Aber Iblali ist ja auch noch da. Ja. Schwierig. Aber ja, das zur Katze. Ich habe keine Katze beworfen, gequält oder irgendwas. Es gab keine körperliche Gewalt. Rachel hat in ihrem Video gesagt, dass sie da noch nicht drüber sprechen möchte, dass es auch vielleicht körperliche Gewalt gab. Es gab keine körperliche Gewalt. Und das möchte ich mir auch nicht eben so andichten lassen. Es gab keine körperliche Gewalt. Es war aber eine toxische Beziehung von beiden Seiten. Und ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt super unschuldig bin. Ich habe, wie gesagt, ich habe geschrien, ich war laut, ich war ein unangenehmer Beziehungspartner. Also ich war einfach kein guter Beziehungspartner. Und Rachel hat auch gesagt, sie hätte nie behauptet, dass ich nicht genug wäre. Das hat sie tatsächlich gesagt. Aber sie behauptet in dem Video, dass es nicht so war. Ist okay. Ich weiß ja, was ich da erfahren habe. Ich war auch emotional abhängig in dieser Beziehung. Ich habe ja auch danach Fotos geschickt, wo ich im Bett lag und geheult habe mit Tränen am Kopfkissen und sehr viele super private Dinge, die in die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Was nicht schön ist, aber ne, ist es halt jetzt so. Und ich sag nur, wie es ist. Laut meiner Ansicht, viele Dinge sind sehr, sehr überdramatisiert. Es war eine Beziehung, die nicht immer gut war. Es gab sehr viele liebevolle Momente, es gab schöne Momente.
aber es gab auch halt eben Schattenseiten mit, sagen wir, emotionaler Gewalt und psychischer Gewalt durch Schreierei und sich gegenseitig beleidigen und fertig machen und solche Sachen. Und das war nicht schön und das möchte ich hoffen, also ich möchte das nie wieder erleben und ich hoffe auch, dass sie sowas nie wieder erlebt und ich hoffe auch, dass keiner sowas erleben muss. Und falls ihr in so einer Situation seid, dann versucht euch so schnell wie möglich Hilfe zu holen und da irgendwie rauszukommen. Es ist nicht leicht, in so einer Beziehung irgendwie rauszukommen, wenn man auch emotional abhängig ist und so. Und es fiel mir selber schwer. Ich habe auch nach der Beziehung, wie gesagt, Therapie angefangen. Ich habe mich in der Beziehung, das hat sie auch gesagt, dass ich mich gegen Therapie ausgesprochen habe. Das stimmt. Ich habe in der Beziehung gesagt, ich brauche keine Therapie und ich halte davon nichts. Und nach der Beziehung habe ich es halt probiert und es hat mir tatsächlich geholfen. Allerdings, wie gesagt, möchte ich das Ganze nochmal vertiefen. Okay. Ja, schwierig. Ne? Also mir fällt nur die ganze Zeit auf, auch wenn ich da jetzt voll vom Thema abkomme, wie ruhig diese Insel ist. Und wenn ich da so in die Ferne gucke, denke ich mir die ganze Zeit so, boah, das wäre so ein Leben, das würde man gerne mal testen, oder? Auf so einer schönen Insel, weit weg von einer sehr fragwürdigen Gesellschaft, oder? Seid ehrlich, wenn ihr das so seht hier, da sagt ihr euch auch, boah, das wäre schon schön, ne? Aber wer kann es sich mal eben leisten, auf Madeira zu ziehen? Weil man muss ja auch vor Ort irgendwie Geld verdienen, ne? Na, das sind da wieder die Schattenseiten des Lebens, ne? Aber an sich muss man sagen, eine wunderschöne Insel, ne? Abschließend zum Thema Beziehung möchte ich sagen, dass eine Beziehung, wenn sie auseinandergeht, oft nicht schön ist. Also es ist selten, geht eine Beziehung total schön auseinander. Es gibt bestimmt immer Situationen, auch von Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wo irgendwelche, keine Ahnung, blöden Chats existieren oder blöde Momente in der Beziehung gab, die man im Nachhinein sich vorwirft oder so. In der Öffentlichkeit ist es halt so, wenn sowas passiert, dann ist es halt nochmal so, dass viel, viel mehr Leute sich darin einmischen und viel, viel mehr Leute ihre Meinung dazu sagen. Also ich muss wirklich sagen, bis jetzt überzeugt mich dieses Statement irgendwie null. Da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Bis jetzt, es wirkt irgendwie alles so total aufgesetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte ihm nichts unterstellen. Um Gottes Willen, ernsthaft jetzt. Ich will ihm nichts unterstellen. Aber irgendwie kommt das alles so komisch rüber, Leute. Keine Ahnung. Und das macht es halt auch nicht leicht, ne? Ja. Aber grundsätzlich würde ich im abschließenden Punkt sagen, ich bin welche nicht irgendwie sauer oder irgendwas. Also in Bezug zur Beziehung, dass jetzt im Nachhinein solche Sachen verbreitet, die nicht 100% Wahrheitsgehalt beinhalten, bin ich schon enttäuscht so. Aber ich bin nicht irgendwie, ich habe keine bösen Gefühle oder keine Hass oder irgendwas gegenüber ihr. Ich möchte einfach nur, dass sie ihr Leben lebt. Ich möchte mein Leben leben. Ich möchte einfach kein böses Blut. Ja. Okay. Ich habe viele Fehler gemacht in der Beziehung. Ich habe mich scheiße verhalten. Ich muss auf jeden Fall auch weiterhin stark an mir arbeiten. Ich bin aktuell in einer Beziehung. Ich bin happy. Ich habe eine Freundin, mit der ich mich sehr, sehr gut austauschen kann. Das ist eine sehr kommunikative Beziehung. Wir reden über alles. Sie hat das Ganze auch jetzt die letzten Tage mitverfolgt. Und ich bin happy, dass ich es aus dieser ganzen Zeit geschafft habe, rauszukommen. Auch mein eigenes Verschulden, ne? Dass ich das Ganze geschafft habe, so hinter mir zu lassen. Und jetzt eine Beziehung eben zu führen. So, nach der Beziehung, mit welcher hatte ich noch eine Beziehung? Ich hatte da in dem Statement gesagt, dass die Beziehung nach Rachel mit Marie war. Das ist natürlich ein Deckname gewesen. Und das ist eben, zum Jahreswechsel ist das geendet. Und ich habe jetzt eine Beziehung und möchte eigentlich einfach nur, so wie jeder Mensch, geliebt werden und auch Liebe senden. Und es klingt vielleicht kitschig, aber ich bin einfach gerade happy, wie es ist. So, und ja. So ist es. Okay, gut. Wir haben jetzt hier viel über das Thema geredet. Jetzt kommen wir zu der Sache. Falls ich irgendwas vergessen habe, ich werde versuchen, noch irgendwas danach zu rechnen. Vielleicht auf Instagram, in der Story oder so. Ich möchte hier unter dem Video eigentlich keine Kommentare. Ich möchte es einfach nur für die Leute, die es anhören möchten, meine Meinung anhören. Ich möchte hier einfach keine Kommentare. Ich möchte hier einfach nur das Video posten. Also, sorry, er kommt jetzt zum nächsten Thema. Ich muss wirklich sagen, das hat mich null überzeugt. Ernsthaft jetzt? Er ist auf viele Sachen gar nicht eingegangen. Auf ganz viele Sachen, was seine Wohnungsbesichtigungen da angeht. Dass er Rachel die ganze Zeit allein gelassen hat. Ja, dass er ständig zu ihr gesagt hat, dann geh doch wieder. Ja, und dann ist er wieder angekrochen gekommen, so laut Rachel auf jeden Fall. Also auf diese ganzen Punkte ist er gar nicht eingegangen. Also wenn er sich ja das Statement von Rachel angeguckt hat, dann wird er sich ja Stichpunkte gemacht haben. Also bis jetzt war das wirklich nicht gerade gut. Und ja, jetzt kommt halt das Statement auf Iblali. Und das Problem, was jetzt hier Phase ist, wir kennen das Statement von Iblali nicht. Deswegen würde ich nämlich jetzt sagen, damit das Video nicht zu lange wird, wir beenden das jetzt hier. Das ist jetzt das Rachel und Simon Unge Thema. Und dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier, weil ich möchte
möchte mir vorher schon mal das Statement von Aiblali anschauen und dann würde ich dann ab hier weiter gucken, ja. Ich hoffe, dass das für die Leute da draußen okay ist, ja, dass wir bis hier gucken und der Rest wird dann irgendwann nachgeliefert. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, damit wir das schön säuberlich getrennt haben. Da haben wir einmal Rachels Statement, Simon Unges Statement auf Rachel und dann Aiblali und dann quasi das Statement von Unge auf Aiblali. Ich hoffe, dass das okay ist. Und hier werden wir dann mal ganz kurz Cut machen. Ja. So. Gut, ja, das war das etwas, ja, kuriose Statement dann auch von Simon Unge. Aber letztendlich muss man hier leider sagen, es ist Aussage gegen Aussage. Keiner weiß jetzt, wer da die hundertprozentige Wahrheit sagt, weil wir es nicht wissen können. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, von meiner persönlichen Meinung und Auffassung her, scheint Rachel da vertrauenswürdiger rüberzukommen oder sagen wir mal glaubhafter rüberzukommen als Simon Unge, der fast schon den Eindruck macht, dass er so ein aufgezwungenes Statement machen muss und sich auch meiner Meinung nach nicht wirklich viel Zeit dafür nimmt, denn irgendwo da im Gestrüpp rumzustehen, dann einfach die ganze Zeit die Aussicht zu filmen, ob man so ein Statement machen soll nach diesen ganzen Anschuldigungen, ist fraglich, aber ja, soll er machen, wie er will. Mich hat es nicht wirklich überzeugt. Es hat eher so den Eindruck gehabt, dass er vieles relativieren will. Jetzt könnt ihr da draußen natürlich eure Meinung in die Kommentarfunktion schreiben, auch wenn es natürlich ein Video ist, was nicht gerade so üblich für meinen Kanal ist, aber schreibt mir gerne eure Auffassung des Ganzen unten in die Kommentarfunktion. Vielen Dank, dass ihr bei dem ganzen Video dabei wart. Macht es gut und bis zum nächsten Mal und ciao.